Guten Abend, meine Damen und Herren. Es ist Punkt 19 Uhr. Wir wollen anfangen. Wir haben interessante Themen für Sie vorbereitet, sodass jede Minute kostbar ist. Ich begrüße Sie recht herzlich zum zweiten Online-Arzt-Patientengespräch, das die Landesverbände Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen als Kooperationsveranstaltung anbieten. Wir haben heute sehr interessante Vorträge vorbereitet, wie die hohe Zahl der Anmeldungen uns zeigt. Darüber freuen wir uns sehr. Und ich möchte hier ganz herzlich die Referenten auch begrüßen. Professor Steilmer vom Universitätsklinikum Jena, der uns einen Vortrag zu neuen Medikamenten mitgebracht hat. Und Herrn Dr. Jens Waldorf vom Universitätsklinikum Halle, der uns einen sehr interessanten Vortrag zur Familienplanung präsentieren wird. Gestatten Sie mir zu Beginn ein paar technische Hinweise. Sie haben unten, also wir haben andersrum, wir haben alle Kameras und Mikrofone ausgestellt, um Ihre Privatsphäre zu wahren. Sie haben unten rechts die Möglichkeit, Ihre Fragen in den Chat zu schreiben. Auch diese Fragen werden nicht öffentlich sichtbar sein, aber Frau Gorzice und Frau Knott sehen Sie im Hintergrund und werden Sie sammeln und aufbereiten und später dann den Referenten stellen. Die Fragen, die Sie bereits im Vorfeld gestellt haben, haben wir mitgebracht. Die müssen Sie nicht nochmal in den Chat stellen. Und wir werden uns natürlich bemühen, so viele Fragen wie irgend möglich zu beantworten, müssen aber am Ende natürlich auch ein bisschen auf die Zeit gucken. Ich möchte starten mit nochmal einer kurzen Vorstellung der Landesverbände, dass Sie einfach auch Gesichter dazu haben. Also das ist zum einen Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt. Wir werden die einzelnen Landesverbände später auch noch etwas genauer vorstellen. Ein paar Worte zur DCCV. Die DCCV wurde 1982 gegründet. Wir haben also nächstes Jahr unser 40-jähriges Bestehen. Es ist ein gemeinnütziger Verein. Wir haben derzeit ca. 23.000 Mitglieder, sind also nicht ganz so klein, was allerdings leider auch für die hohe Zahl der Betroffenen spricht. Der Verband untergliedert sich in 13 Landesverbände sowie 11 Arbeitskreise. Die Arbeitskreise haben sich bestimmte Schwerpunkte gesetzt, mit denen sie sich beschäftigen. Der 7-köpfige Vorstand ist selbst betroffen. Das gilt genauso für die 80 freiwillig Engagierten, die sich entweder in den Landesverbänden, Arbeitskreisen oder auf anderen Ebenen bundesweit engagieren. Unterstützt werden wir alle durch die Bundesgeschäftsstelle in Berlin, in der hauptberufliche Mitarbeiter tätig sind. Ja, die Arbeitskreise, die haben sich bestimmten Themen gewidmet, zum einen Krankheitsschwerpunkten, aber auch Themen der Ernährung und der Komplementärmedizin. Und dann gibt es weitere Arbeitskreise, die sich bestimmten Lebensabschnitten gewidmet haben. Das geht also von der Kind-Eltern-Initiative bis hin zu den Senioren, weil es in bestimmten Lebensabschnitten durchaus Fragen gibt, die häufiger auftauchen und über die man sich intensiver austauschen müsste. Dann gibt es noch den Arbeitskreis Sozialrecht, auf den ich später auch noch mal etwas näher zurück eingehen möchte. Ja, was tut die DCCV? Also an oberster Stelle steht für uns natürlich die Information und Beratung für Betroffene und Angehörige, unter anderem durch solche Veranstaltungen wie heute, aber auch die Förderung der Forschung zu speziellen Themen der chronisch entzündlichen Darmkrankheiten und der PSC. Die Zusammenarbeit mit Experten aus Medizin und Wissenschaft ist uns sehr wichtig und natürlich auch die Öffentlichkeitsarbeit, um die Erkrankung einfach bekannter zu machen. Des Weiteren haben wir natürlich die Interessenvertretung für die Betroffenen auf dem Schirm, insbesondere in Wissenschaft und Politik.
Ja, wir haben eine ehrenamtliche Leitung, das hatte ich schon erwähnt, von Selbstbetroffenen, und auch wir selbst sind ja von der Erkrankung betroffen und können aus dieser eigenen Betroffenheit heraus natürlich die Beratung und Informationen aus einer besonderen Perspektive heraus machen. Wir sind immer offen für freiwilliges Engagement. Das möchte ich an dieser Stelle für die drei Landesverbände ausdrücklich mal betonen. Wir würden uns freuen über neue Mitstreiter. Auch wenn Sie nur ein begrenztes zeitliches Budget haben, sind Sie herzlich willkommen. Außerdem ist uns natürlich sehr wichtig, dass wir inhaltlich und finanziell unabhängig sind, sowohl von der Pharmaindustrie als auch von anderen wirtschaftlichen Unternehmen im Gesundheitswesen. Jetzt bin ich zu weit. Ja, die Mitgliedschaft bei der DCCV, die bringt gewisse Vorteile. Also zum einen bekommen Sie viermal im Jahr den Bauchredner zu bestimmten Schwerpunktthemen, wo Sie auch Berichte aus der aktuellen Forschung finden können und weitere interessante Themen. Wir bieten Telefonsprechstunden an. Hier die chirurgische Telefonsprechstunde, die zweimal monatlich stattfindet. Der nächste Termin wäre hier der 22.11., wo Sie sich zu speziellen Fragen beraten lassen können. Wenden Sie sich hier an die Geschäftsstelle, um weitere Informationen dazu zu bekommen. Gleiches gilt für die gastroenterologische Telefonsprechstunde. Auch hier kann Ihnen die Geschäftsstelle weiterhelfen. Dann haben wir noch die kindergastroenterologische Telefonsprechstunde für Eltern und selbstbetroffene Kinder und Jugendliche. Auch diese findet zweimal monatlich statt. Die nächste wäre jetzt hier am 16.11.2021. Ja, was bietet Ihnen die DCC-Mitgliedschaft noch? Da ist eben vor allen Dingen die Rechtsschutzversicherung zu nennen, die Sie automatisch als Mitglied haben. Wir können Sie vertreten bei Verfahren vor deutschen Sozialgerichten. Hier ist in besonderem Maße der Arbeitskreis Sozialrecht zu nennen, der Sie bei Fragen und Problemen mit Krankenkassen, Versorgungsämtern, Rentenversicherungsträgern etc. beraten kann. Wenn Sie planen, einen Antrag in dieser Richtung zu stellen, wenden Sie sich zunächst an die Geschäftsstelle, lassen Sie sich dort beraten und dort bekommen Sie dann auch weitere Hinweise, wie Sie sich als Mitglied an den Arbeitskreis wenden können. Ja, die Geschäftsstelle habe ich jetzt schon mehrfach genannt. Sie ist telefonisch unter der 030 2000 392 und dann die 0 zu erreichen. Und wenn Sie konkrete Fragen zur Beratung haben, auch dort gibt es eine professionelle Beratung, können Sie sich zu den genannten Sprechzeiten dorthin wenden oder Sie schreiben erstmal eine E-Mail. Wir kommen dann auf Sie zu. Auch die Landesverbände und die Arbeitskreise führen Beratungen durch. Sie können sich also auch dorthin wenden. Entsprechende Kontakte finden Sie auf unserer Homepage. Ganz besonders im Zusammenhang mit dem heutigen Vortrag Familienplanung möchte ich Sie auch auf die Podcast-Serie hinweisen. Hier gibt es die Folge 4, die sich speziell mit Kinderwunsch beschäftigt. Eine letzte Sache zur Mitgliedschaft. Sie können über die DCCV den Euro-Toilettenschlüssel erwerben, ohne Nachweis der Schwerbehinderung. Dieser Toilettenschlüssel ermöglicht Ihnen europaweit auf 12.000 behindertengerechten öffentlichen Toiletten Zugang zu bekommen, die in der Regel sauberer sind und Sie müssen natürlich auch nicht jedes Mal den Zugang bezahlen. Ja, in meiner letzten Folie möchte ich Ihnen den Landesverband Sachsen-Anhalt vorstellen. Wir bestehen momentan aus zwei Aktiven, also der Frau Knott und meiner Wenigkeit. Die Frau Knott hat sich speziell die Beratung von Betroffenen auf die Fahnen geschrieben. Sie sehen hier die E-Mail und die Telefonnummer. Wenn Sie Fragen haben, können Sie sich gerne jederzeit an sie wenden. Und sie wird sie dann bestmöglich beraten beziehungsweise weiterverweisen an die entsprechenden Kontakte. Des Weiteren ist uns natürlich die Durchführung und Begleitung von solchen Arzt-Patienten-Seminaren oder Gesprächen, wie wir heute haben, wichtig und auch die Öffentlichkeitsarbeit und die Kontaktpflege.
Für die weiteren Landesverbände würde ich jetzt gerne an Frau Groß überweisen und bedanke mich erstmal für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, schönen guten Abend und ein herzliches Willkommen auch von mir. Ich möchte Ihnen die beiden anderen Landesverbände noch kurz vorstellen. Ich gehöre zum Landesverband Sachsen und eigentlich sind wir 4 Leute. Krankheitsbedingt sind wir seit einiger Zeit nur zu dritt unterwegs. Das heißt, unterwegs sind wir in den letzten beiden Jahren Corona-bedingt nicht gewesen, aber wir sind trotzdem aktiv. Wir beraten Betroffene und Angehörige per Telefon oder E-Mail, halten die Kontakte zur Ärzteschaft, organisieren Seminare mit Kliniken und Praxen, na hoffentlich auch bald wieder als Präsenzveranstaltung und wie heute online gemeinsam mit anderen Landesverbänden. Wir beteiligen uns außerdem bei der Aktualisierung von Leitlinien für Crohn und Colitis und bringen uns auf gesundheitspolitischer Ebene ein. Zum Beispiel auch, wenn es um den mitunter unzureichenden Zugang zu öffentlichen Toiletten geht. Seit 10 Jahren haben wir eine Facebook-Seite für Sachsen und auch die große DCCV-Facebook-Seite wird durch den Landesverband Sachsen betreut. Facebook und andere soziale Medien werden zunehmend kritisch betrachtet. Wir achten aber sehr auf seriöse, wissenschaftliche, fundierte Informationen und einen respektvollen Umgang untereinander. Haben Sie also keine Scheu, mal auf unsere Seite zu gehen? Sie müssen sich dafür nicht bei Facebook anmelden. Sie können trotzdem alle Beiträge lesen. Wir geben da Veranstaltungshinweise, Tipps zur Ernährung, informieren über Neuigkeiten aus Medizin und Forschung oder was in den Regionen so passiert. In Zukunft wird die DCCV sich auch auf anderen Plattformen, die von jüngeren Menschen vielleicht eher genutzt werden, präsent sein. Der Landesverband Thüringen ist heute ebenso mit dabei und wird von Stefanie Gorsitze geleitet. Sie betreut heute gemeinsam mit Claudia Knott vom Landesverband Sachsen-Anhalt den Chat. Die Cornelia hat es schon genannt, wir würden uns sehr freuen, wenn wir vor allem aber für Thüringen Verstärkung bekommen. Auch Sachsen und Sachsen-Anhalt ist immer offen für neue Leute, für neue Ideen und das Engagement kann wirklich auch zeitlich befristet sein oder auch ganz zielgerichtet für ein ganz bestimmtes Projekt. Wenn Sie noch kein Mitglied sind, einige Vorteile haben Sie jetzt heute schon gehört, dann würden wir uns freuen, wenn Sie unsere Gemeinschaft durch Ihre Mitgliedschaft stärken. Übrigens, ein geringes Einkommen muss dafür kein Hinderungsgrund sein. Aber natürlich freuen wir uns auch über eine Spende. Wir sind innerhalb und außerhalb der DCCV gut vernetzt. Diese Kontakte und Netzwerke können wir bei der Beratung und Unterstützung der Betroffenen gut nutzen. Nicht unerwähnt lassen möchte ich zum Schluss die regionalen Selbsthilfegruppen, welche es in den 3 Landesverbänden gibt, die haben wir aufgelistet. Die Arbeit der Selbsthilfegruppen ist unter Corona ebenso nur eingeschränkt möglich. Diese Gruppen agieren unabhängig von der DCCV. Wir unterstützen sie aber und helfen auch bei Neugründungen. So viel von der DCCV und von unseren Aktivitäten. Doch nun kommen wir zu einem Thema, das viele junge Betroffene bewegt, die Familienplanung. Dazu gab es schon viele Fragen im Vorfeld und wir freuen uns, dass heute Abend Herr Dr. Waldorf zu diesem Thema sprechen wird. Nochmal der Hinweis, Sie können unten rechts auf dem Bildschirm weitere Fragen in den Chat stellen und am Ende werden wir darauf eingehen. Und nun übergebe ich das Wort an Herrn Dr. Waldorf. Bitte schön. Ja, vielen herzlichen Dank, Frau Groß. Ich freue mich, dass wir uns zumindest in diesem Rahmen treffen können. Wir haben sonst versucht, jährliche Präsenzveranstaltungen als Patientenseminare durchzuführen. Das ist letztes Jahr natürlich komplett ausgefallen. Und da bin ich für dieses Jahr, wo wir das natürlich jetzt unter den gegebenen Umständen auch nicht machen werden, sehr froh, dass wir zumindest auf diesem Weg irgendwie zusammenkommen können zum Thema Familienplanung.
Bevor ich loslege, möchte ich gerne offenlegen, dass potenzielle Interessenskonflikte bestehen, also Beratungstätigkeiten oder Referententätigkeiten für verschiedene Firmen, meistens im Rahmen der Fortbildung von anderen Kollegen. Was ist jetzt das Problem bei der Familienplanung und was ist die häufigste Auffälligkeit? Wir hatten hier vor 3, 4 Jahren eine große Umfrage gemacht, wo sich auch viele Patienten, die wir über die DCCV eingeladen hatten, mitgemacht haben. Wir haben 443 Frauen mit CED gefragt, wie sieht es aus mit Kinderlosigkeit und Familienplanung. Und da haben das mal hier in dieser Grafik gezeigt. Hier links in der Achse sieht man, wie die Kinderlosigkeit in Prozent ist. Und auf der queren Achse sieht man das Alter der Patientin. Links sind also die jungen Patientinnen, jünger als 24 Jahre. Da ist Kinderlosigkeit bei den Patienten und bei der Gesamtbevölkerung in Deutschland in grün gezeigt, relativ hoch. Das liegt natürlich vor allem am Alter. Mit 24 haben noch nicht alle Frauen, auch wenn sie gesund sind, Kinder. Und mit der Zeit, also mit zunehmendem Alter, wird die Kinderlosigkeit natürlich seltener bei den Frauen in der Bundesrepublik in grün und bei den Patienten mit entzündlichen Darmerkrankungen in rot. Und man sieht, dass das so ein bisschen auseinander geht. Ja? Die Kinderlosigkeit bei den Patientinnen mit Darmerkrankungen ist etwas häufiger als bei den Patientinnen, als bei den gesunden Frauen in Deutschland. Also man sieht hier einen Unterschied und die Frage ist, warum ist das so und was können wir dagegen machen? Und das wird, denke ich, ein wichtiges Thema sein von dem Vortrag heute. Denn interessanterweise ist die Fruchtbarkeit, also die Fertilität von den Patientinnen, oft normal. Hier sind mal die Zahlen für Patienten mit Colitis ulcerosa gezeigt, also hier Patientinnen in Prozent des erfüllten Kinderwunsches. Also große Balken bedeuten, die meisten Patienten haben ihren Kinderwunsch erfüllt. Und über die Zeit wird das Ganze untersucht, also nach 1, 2 und nach 5 Jahren. Und man sieht, dass die Patienten mit Colitis ulcerosa, also in grün, und die Patientinnen ohne Colitis ulcerosa ungefähr gleich sind. Sogar ist zu beobachten, dass die Patienten mit Colitis ulcerosa etwas häufiger ihren Kinderwunsch erfüllen konnten als die gesunden Patientinnen. Das gilt auch über die Zeit, kann man das beobachten. Das sind eigentlich ganz erfreuliche Daten. In Diskrepanz dazu, also Auffälligkeit, dass wenn man die Patientinnen dann fragt, da eben doch ein Unterschied zur durchschnittlichen Bevölkerung ist. Bestimmte Patienten, zum Beispiel wenn der Darm operiert wurde bei Colitis ulcerosa, kann man ja den Dickdarm komplett entfernen und so einen Pouch anlegen. Wenn also im kleinen Becken operiert wurde auf diese Art, da kommt es dann schon zu Einschränkungen der Fruchtbarkeit und entsprechend ist dann Kinderlosigkeit häufiger und der Kinderwunsch nicht so oft erfüllt, hier in den lila Balken gezeigt. Was ist also, wenn die Fruchtbarkeit eigentlich häufig normal ist, der Grund dafür, dass da doch Unterschiede sind in der Erfüllung des Kinderwunsches? Und es gibt viele Berichte dazu, dass da eine sogenannte freiwillige Kinderlosigkeit vorliegt. Freiwillig ist sicherlich ein Begriff, über den wir nochmal sprechen müssen, denn eigentlich bezieht sich das nicht darauf, dass die Patientinnen keine Kinder wollen, sondern das bezieht sich darauf, dass die Patienten unsicher sind und oft nicht gut beraten. Es bestehen also Unsicherheiten und Sorgen, die die Kinderlosigkeit begünstigen und darüber gilt es zu sprechen. Und das haben die vielen Fragen, die uns im Vorfeld erreicht haben, auch schon gezeigt, dass da auch 2021 noch Gesprächsbedarf ist. Häufige Sorgen sind, das hat unsere Umfrage auch gezeigt und das zeigen auch andere Umfragen, die Erblichkeit der Darmerkrankung, die Risiken, die durch Medikamente in der Therapie von entzündlichen Darmerkrankungen bestehen, die Sorge, was Fehlgeburten betrifft. Und dann kommt es natürlich dazu, dass die Sexualität auch beeinträchtigt sein kann, also das Bild, wie man sich selber wahrnimmt, kann gestört sein durch die Erkrankung. Oft führt eine schwere Erkrankung auch zu Traurigkeit und Verstimmung, Depressionen. Und das führt dann auch zu weniger Freude an Sexualität. Und natürlich, wenn es nicht zur Sexualität kommt, kommen auch keine Kinder. So bestehen da also Zusammenhänge, die zum Teil durch Beratungen behoben werden können. Und darauf vor allem wollen wir heute eingehen. Und der erste Punkt lässt sich relativ gut klären. Wie groß ist die Erblichkeit bei entzündlichen Darmerkrankungen? Und man kann ungefähr schätzen, wenn ein Elternteil einer
chronischen entzündlichen Darmerkrankung erkrankt ist, dann trägt das Lebenszeitrisiko für das Kind auch eine entzündliche Darmerkrankung zu bekommen etwa 2-7%. Oder umgekehrt, über 90% der Kinder bleiben gesund und bekommen die Darmerkrankung entsprechend nicht. Wenn beide Elternteile erkrankt sind, ist die Erblichkeit natürlich ein bisschen häufiger, liegt dann ungefähr bei 30%. Es gibt dann noch so Zwischensachen, also verwandte Erkrankungen wie Psoriasis zum Beispiel oder Rheuma. Wenn das der eine hat und der andere Morbus Crohn, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass da entsprechende Erkrankungen vorliegen, vielleicht auch etwas höher. Wenn solche Bedenken bestehen, ist es ganz wichtig, dass Sie diese, das will ich gleich vorweg hier schon mal nochmal mit einem grünen Balken hinterlegt erwähnen, dass Sie diese Bedenken mit Ihrem behandelnden Arzt besprechen, also mit Ihrem Gastroenterologen oder gegebenenfalls dem Internisten, die da guten Rat geben können. Manchmal liest man komische Zahlen und das ist, wenn man mit Statistik nicht so befasst ist, manchmal erschreckend. Hier zum Beispiel in der Leitlinie für Colitis ulcerosa ist ein Satz, erstgradige Verwandten von Patienten mit Colitis ulcerosa haben ein 10-15-fach erhöhtes Risiko, auch an einer Colitis ulcerosa zu erkranken. Da kriegt man erstmal einen Riesenschreck. Das ist natürlich zu beachten, dass insgesamt das Risiko für eine Colitis ulcerosa nicht so sehr hoch ist in der Gesamtbevölkerung. Und wenn man dann eine Erhöhung von 10-15% hat, dann ist das Risiko natürlich immer noch nicht groß, liest sich aber natürlich schlecht. Deswegen ist es wichtig, dass nur ungefähr 5% der Patienten, so ist es in der Leitlinie beschrieben, Nachkommen haben, die dann eben auch erkranken können. Oder eben 95%, und ich glaube, das ist die ganz wichtige Zahl, 95% der Kinder erkranken nicht an einer Colitis ulcerosa. Und so ähnlich ist es bei Morbus Crohn auch. Letztlich versuche ich auch immer darauf hinzuweisen, dass eine Colitis ulcerosa und auch Morbus Crohn in aller Regel ja auch keine Krankheiten sind, wo man sagt, ich darf deswegen keine Kinder kriegen, das ist niemandem zu wünschen. Es gibt sehr schwere Krankheitsverläufe sicherlich, aber ob das jetzt irgendwie etwas sein sollte, wo man die Familienplanung sehr stark nachrichtet, muss man natürlich auch nochmal in Frage stellen grundsätzlich. Ja, 7-10% bei Morbus Crohn etwa habe ich hier vermerkt. Und die wichtige Information ist weniger das 10-15-fach erhöhte Risiko, jedenfalls für die Patienten, sondern diese Zahl mit den Prozenten, 5-10% bzw. 95% der Kinder sind gesund. Ich habe hier mit Rot unterlegt immer mal Fragen in meinen Vortrag eingefügt, die mir im Vorfeld schon zugetragen wurden. Hier wurde zum Beispiel gefragt, kann während der Schwangerschaft ein Test erfolgen, ob die Veranlagung zu CED vererbt worden ist? Also ein solcher Test ist mir nicht bekannt. Und es gibt ja nicht mal bei Kindern oder überhaupt bei der allgemeinen Bevölkerung einen Test, der sinnvoll die Veranlagung zu einer CED messen kann. Sie wissen, dass es eine genetische Komponente gibt und selbstverständlich kann man auch genetisch etwas messen. Aber wenn man zum Beispiel das NOD2-Gen, was bei Morbus Crohn sehr häufig ist, wenn man das analysiert und hat da eine Auffälligkeit, dann weiß man immer noch nicht, ob die Betroffenen jetzt Morbus Crohn kriegen oder nicht. Man hat da eine gewisse Neigung, kann aber sinnvoll damit gar nichts anfangen, insbesondere deswegen, weil man auch gar nichts dagegen unternehmen könnte. Es gibt keine Möglichkeit zu sagen, okay, jetzt weiß ich's und jetzt mache ich das und dann passiert das nicht, dass der Betroffene eben an der Krankheit leiden wird. Insofern wird das nicht empfohlen, weder in der Schwangerschaft noch bei Nachkommen diese Tests zu machen. Technisch wird es wahrscheinlich möglich sein, aber es erscheint mir wirklich nicht sinnvoll und auch nicht empfehlenswert, weil es einfach ohne Konsequenz bleibt. Und natürlich würde man, das sage ich meinen Patienten auch immer, wenn sie Kinder haben und Kinder bekommen, mit dem Kinderarzt darüber sprechen, dass eine gewisse Anlage vielleicht besteht und dass man etwas aufmerksamer ist, falls mal Durchfallerkrankungen, die ja letztlich immer häufig sind, falls mal Durchfallerkrankungen bestehen. Das wäre mein Rat. Aber ein Test jetzt, ein genetischer Test, ist nicht besonders sinnvoll. Dann eine häufige Sorge sind unerwünschte Schwangerschaftsausgänge. Was gibt es da? Da gibt es Frühgeburten, da gibt es ein geringes Geburtsgewicht. Es gibt Totgeburten, hier gemeint ab der 22. Schwangerschaftswoche und angeborene Fehlbildung. Und auch hier hat man wieder so einen gewissen Unterschied, wie man das jetzt darstellt. Man kann hier mit grün
ist die Spalte überlegt, die Erhöhung des Risikos betrachten. Also zum Beispiel Frühgeburtlichkeit ist 1,8 Mal häufiger bei Patienten mit chronisch entzündlichen Darmerkrankungen als bei in der gesunden Vergleichsbevölkerung. Das ist hier an sehr großen Studien mal zusammengefasst worden mit vielen tausend Patienten. Und da findet man jeweils erhöhte Risiken. Wenn man sich dann, ich habe mir die Mühe gemacht und die Zahlen mal zusammengezählt, die in den Publikationen gezeigt werden. Zur Frühgeburt wurden die Zahlen nicht so genau gezeigt, aber ein geringes Geburtsgewicht findet sich bei den Kindern von Müttern, die an entzündlichen Darmerkrankungen leiden, etwa in 4,5%, wenn man diese Studien zusammenzählt. Und bei den Gesunden bei etwa 2,9%. Das ist statistisch nicht ganz sauber, an sich muss man das ein bisschen wichten, aber es gibt einen guten Eindruck darüber, wie die Zahlen denn so insgesamt sind. Und Totgeburten kriegt man auch einen Schreck, wenn man sagt, na, das ist ja fast anderthalbfach häufiger, aber es bleibt natürlich trotzdem ein sehr seltenes Ereignis im Bereich von 0,5-0,4% und ist eigentlich recht ähnlich. Wenn man statistisch rechnet, kann man dieses 1,5- bis 1,6-fach erhöhte Risiko ausrechnen. Die grauen Zahlen sind statistisch nicht ganz sauber, aber wie gesagt, eine Orientierung, denke ich, geben sie doch. Und auch angeborene Fehlbildungen gibt es natürlich bei Gesunden. Man kann auch für Patienten mit entzündlichen Darmerkrankungen keine Garantien geben, dass die Kinder gesund sein werden. Denn auch bei Gesunden gibt es 3,6% mit Fehlbildungen jeder Art. Das sind ja oft nur kleine Sachen und nicht immer schlimme lebensbedrohliche Sachen. Und ähnlich ist die Häufigkeit auch bei Patienten mit entzündlichen Darmerkrankungen. Also hier sind diese Unterschiede jetzt nicht so sehr gravierend, vor allem was die schlimmen Sachen wie Totgeburten und Fehlbildungen betrifft. Frühgeburten und geringes Geburtsgewicht, das spiegelt sich auch so ein bisschen im Alltag von den Patientinnen, die ich hier während der Schwangerschaft und nach der Schwangerschaft betreue, spiegelt sich das wieder. Das sieht man schon etwas häufiger. Was ist vor der Schwangerschaft wichtig, ist eine ganz zentrale Frage, vor allem auch um diese Frühgeburtlichkeit und diese Untergewichtigkeit zu vermeiden. Man kann mal gucken, wie das denn aussieht, wenn die Erkrankung aktiv ist und wenn die Erkrankung in Ruhe ist. Das zeigt nämlich einen ganz wichtigen Unterschied, was einerseits den Verlauf der Erkrankung während der Schwangerschaft betrifft. Ich weiß, dass es so Gerüchte gibt, die sagen, dass wenn die Schwangerschaft kommt, der Darm dann sich ruhig verhält und alles besser ist. Da muss ich leider vorwarnen, das trifft so nicht zu, also weder statistisch noch nach meiner persönlichen Erfahrung, sondern es ist vielmehr so, dass wenn die Darmerkrankung am Anfang der Schwangerschaft, also bei der Empfängnis, in Ruhe ist, das ist hier links mit den grünen Balken gezeigt, dann ist in 2/3 bis 3/4 der Fälle kein Rezidiv, also kein neuer Schub zu erwarten. Dann verhält es sich sowohl bei Morbus Crohn als auch Colitis ulcerosa relativ ruhig. Das ist hier links gezeigt. Und natürlich gibt es auch während der Schwangerschaft immer mal Fälle, wo es zu einem Schub kommen kann, ungefähr 1/3. Das würde man aber auch sonst bei den Patienten etwa erwarten. Also da verhält sich es ungefähr ruhig. Wenn die Erkrankung aber am Beginn der Schwangerschaft aktiv ist, also ein Schub vorliegt oder eine aktive Entzündung, dann hat man sehr viele Patienten, also fast schon die Hälfte bei der Colitis und 1/3 bei Morbus Crohn, wo es dann sogar auch während der Schwangerschaft schlimmer wird oder zumindest nicht besser. Und nur bei einem kleinen Teil der Patienten wird das jetzt, ohne dass man doll eingreift, von selber irgendwie besser, sodass man im Zusammenhang mit der Schwangerschaft hier vermuten kann. Das sind jetzt zugegebenermaßen relativ alte Daten von 1986. Da gab es die Medikamente, die wir inzwischen ja zur Verfügung haben, so nicht, sodass man hier im Prinzip den, ich sag mal, natürlichen Verlauf ohne besondere Möglichkeiten zur Therapie beobachten kann. Es zeigt sich auch, was den Nachwuchs betrifft, dass, wenn der Darm in Ruhe ist, die Kinder wesentlich gesünder auf die Welt kommen, als wenn der Darm in Unruhe ist. Ich habe das mal hier in den oberen beiden Zeilen unter den Gesunden für Morbus Crohn gezeigt. Ja, die grüne Zeile zeigt den Morbus Crohn in Ruhe. Beispielsweise die Frühgeburten liegen hier bei 7%. Wenn der Morbus Crohn aber aktiv ist, also eine Entzündung da ist oder ein Schub, dann ist die Frühgeburtlichkeit deutlich höher. Auch Spontanabort, 10-20%, sind hier schon ein wichtiger Unterschied. Wenn Sie an die Zahlen von der Totgeburt denken und sich wundern, warum das jetzt viel mehr ist, das liegt daran, dass hier die
wie man Kinder vor der 20. Schwangerschaftswoche sind, also nicht die Totgeburten, sondern die spontanen Schwangerschaftsabbrüche, die ja auch bei Gesunden relativ häufig sind, aber nicht so gut, jedenfalls in Deutschland dokumentiert, 9% ungefähr. Ähnliches ist bei der Colitis. Wenn der Darm in Ruhe ist, dann ist das Ergebnis für die Kinder auch wesentlich besser, als wenn die Colitis ulcerosa aktiv ist und der Körper zusammen mit dem Darm gestresst. Das ist für die Kinder auch nicht gut. Das ist eine ganz wichtige Sache, sodass man schlussfolgern kann, dass während der Schwangerschaft eine Ruhe der chronisch entzündlichen Darmerkrankung unbedingt anzustreben ist. Und wenn ein Kinderwunsch besteht, ist es ganz besonders wichtig, dass man darauf achtet, dass man hier eine Ruhephase erreicht und auch während der Schwangerschaft erhält. Das ist für die Mütter schön. Ich sage auch immer, die Patienten, wo ich sehe, dass sie in der Schwangerschaft im Schub kommen, das ist oft dramatisch, wenn die sich dann zusätzlich zu den gewissen Leiden, die mit der Schwangerschaft verbunden sind, auch noch mit Durchfall und Schmerzen quälen müssen. Dann ist hier eine Frage, ist das Absetzen von TNF-Alpha-Blockern bei Kinderwunsch notwendig oder sinnvoll? Und wie soll man das machen, um die Remission zu erhalten? Da können wir uns mal, will ich jetzt gar nicht so sehr die Zahlen zu zeigen, sondern mal zeigen, was in der Fachinformation sich über die Jahre geändert hat. Hier in dem Fall die Fachinformation von Adalimumab, konkret Humira, wo 2015 in der Fachinformation auch drin stand, dass Frauen im gebärfähigen Alter nachdrücklich eine Schwangerschaft vermeiden sollten und geeignete Empfängnisverhütungsmethoden anwenden sollten. Wenn Sie aber in die Fachinformation mit 3 Jahren Erfahrung mehr hineinschauen, dann sieht man, dass man zur Vermeidung der Schwangerschaft das nur noch in Erwägung ziehen sollte. Also die Empfehlung ist in der Fachinfo, die ja immer sehr streng ist, da stehen ja immer die sehr besorgniserregende Sachen drin, so ist es hier natürlich auch, da ist es schon deutlich abgeschwächt und man sieht, dass die Ergebnisse eigentlich nahelegen, dass hier eine Entspannung eintritt und man auch mit Humira durchaus eine Schwangerschaft planen kann. Das hat vor allem damit zu tun, dass man jetzt nicht mehr begrenzte Zahlen hat, sondern eine große Anzahl, über 2000 Schwangerschaften, 2018, inzwischen sind es noch mehr, wo man sagen kann, die Kinder hatten Kontakt mit dem Medikament und sie haben es so oder so gut überstanden. Und die Ergebnisse sind eben meistens erfreulich und gut, wenn das Adalimumab während der Schwangerschaft angesetzt wird. Und das gilt auch für das Infliximab. 2015 dann in der Fachinfo, sie müssen verhüten und jetzt inzwischen steht da auch nur noch, sie sollen das in Betracht ziehen. Ja? Also ich denke, da spiegelt sich das, was man auch an großen Daten sieht, die ich jetzt nicht im Einzelnen zeigen möchte, da spiegelt sich wieder, dass hier eine gewisse Sicherheit über die Jahre entstanden ist, die aus der großen Zahl der behandelten Patientinnen und dann auch der großen Zahl der während der Schwangerschaft behandelten Patientinnen resultiert. Die Frage ist also, ist das Absetzen von den Alpha-Blockern bei Kinderwunsch notwendig oder sinnvoll? So ganz allgemein kann man das natürlich nicht beantworten. Grundsätzlich würde ich dazu neigen, eher die TNF-Alpha-Blocker fortzuführen, insbesondere wenn man gesehen hat, dass die Erkrankung eher schwer ist und ein Risiko für ein Rezidiv besteht, also für einen erneuten Schub besteht. So würde ich die Therapie einfach fortführen, so wie ich das sonst auch machen würde, um den Kinderwunsch sicher erfüllen zu können oder dazu beizutragen, dass der Kinderwunsch erfüllt wird. Es ist natürlich auch möglich, dass man die TNF-Alpha-Blocker absetzt, aber das würde ich dann nur, so wie sonst auch, dann machen, wenn man gesagt hat, okay, wir haben jetzt hier eine Behandlungszeit von einer längeren Zeitraum, mehreren Jahren und wir haben jetzt endoskopisch nochmal nachgeschaut, da ist eine völlige Ruhe im Darm und man kann sich überlegen, ob man die TNF-Alpha-Blocker sowieso absetzen möchte, dann kann man das natürlich in Betracht ziehen. Man kann sich überlegen, bevor man Familienplanung in Angriff nimmt, ob man das nochmal prüft. Aber sofern da irgendwie Entzündung ist oder ein hohes Risiko für neuen Schub, dann würde ich die Behandlung mit den TNF-Alpha-Blockern auf jeden Fall fortführen, eben um die Schwangerschaft sicher auch für das Kind und angenehm gerade auch für die Mutter zu machen. Ein Übergang beim Absetzen von TNF-Alpha-Blockern, um die Remission zu erhalten, da sehe ich nichts. Ich würde die, wenn das irgendwie eine Sorge ist, würde ich die TNF-Alpha-Blocker fortführen, um die Remission zu erhalten und nichts anderes geben. Wenn man etwas hat, was funktioniert und wo man sicher ist, auch mit Hinblick auf die Familienplanung, dann würde ich das auf gar keinen Fall verändern, sondern fortführen. Also
Da gibt es jetzt für mich keine Empfehlung zu. Hier fragt jetzt eine Betroffene, sie hatte schon die relativ sicheren Therapien mit Adalimumab und Infliximab, hat aber einen Kinderwunsch und die Therapie mit Stelara, also Ustekinumab, soll durchgeführt werden. Gibt es dazu Erfahrungen? Ja, und da habe ich mal hier Ergebnisse zusammengefasst, jetzt Erfahrungen weltweit, die jetzt aber nicht nur bei Patienten mit Morbus Crohn erhoben wurden, sondern auch aus den anderen Gebieten, wo das Medikament eingesetzt wird. Das Ustekinumab wird ja zum Beispiel auch bei Schuppenflechte und in der Rheumatologie eingesetzt. Auch dort gibt es das Thema Kinderwunsch. Und auch dort werden Frauen natürlich mit dem Medikament behandelt, sondern dass man hier jetzt unabhängig von Morbus Crohn für das Medikament einen gewissen Überblick hier von 220 Schwangerschaften hat, von denen nicht alle so richtig gut auswertbar sind, weil man nicht immer genau weiß, was da jetzt rauskam. Es sind also letztlich 206 Schwangerschaften ausgewertet worden und hier in Gelb gezeigt, die Patienten, die mit Ustekinumab in der Schwangerschaft behandelt wurden. Und was passiert mit deren Kindern dann? Fehlbildung, Spontanabort, Gesund- oder Schwangerschaftsabbruch. Und im Vergleich, weil die Daten aus den USA stammen, Daten aus der Gesamtbevölkerung in den USA, die sind ein ganz bisschen anders, als man es vielleicht in Deutschland kennt. Und man sieht aber so jetzt, wenn man ganz grob draus guckt, die Zahlen in Grün und in Gelb sind ungefähr gleich. Also man sieht keinen wesentlichen Unterschied im Ergebnis der Schwangerschaft bei den Patientinnen, die mit Ustekinumab behandelt wurden. Man muss natürlich sagen, dass die Erfahrungen deutlich begrenzter sind als bei Infliximab und Adalimumab oder auch Golimumab, den TNF-Alpha-Blockern. Aber die Ergebnisse, die man hat, die Erfahrungen, die man hat, sind eigentlich überwiegend gut. Selbstverständlich muss man sagen, dass es auch hier keine Garantie für gesunde Kinder gibt. Man sieht eben auch hier in etwa 4%, ungefähr ähnlich wie bei den gesunden Frauen, dass Fehlbildungen vorliegen können, ohne dass jetzt genau gesagt wird, was das für Fehlbildungen sind. Und auch Schwangerschaftsabbrüche und Spontanaborte sind bei gesunden und bei erkrankten Patienten möglich. Das muss man natürlich auch im Auge behalten. Es gibt auch noch andere neue Medikamente, hier zum Beispiel das Tofacitinib, das in Deutschland für die Colitis ulcerosa als Xeljanz zugelassen ist. Hier sind die Erfahrungen noch mehr begrenzt. Also hier werden 71 Schwangerschaften berichtet, inzwischen sind es vielleicht ein paar mehr. Da habe ich jetzt ganz aktuelle Daten allerdings nicht gefunden. Aber Sie sehen auch hier sind die gelben und die grünen Balken von den Patienten, die mit dem Tofacitinib behandelt wurden und den gesunden US-Amerikanerinnen ungefähr gleich, also wesentliche Unterschiede, die jetzt statistisch bedeutsam wären, kann man hier nicht feststellen. Und ein weiteres Medikament ist das Vedolizumab, das Entyvio, das sicherlich einige von Ihnen auch bekommen zur Therapie von Morbus Crohn oder Colitis ulcerosa. Auch hier sind, weil das Medikament noch nicht so lange zugelassen ist und weil es auch nur für die entzündlichen Darmerkrankungen zugelassen ist und eben nicht für Rheuma- oder Hauterkrankungen, sind die Erfahrungen auch sehr begrenzt. Und man sieht hier so ein bisschen, wenn man jetzt zum Beispiel beim Spontanabort guckt, einen kleinen Hinweis, dass das Vedolizumab da ein bisschen höher ist als die Patienten, die Menschen, die in den USA gesund leben und Kinder bekommen. Also die gelbe Säule ist hier beim spontanen Abort etwas höher. Das kann man jetzt nicht genau verstehen, warum das so ist. Es gibt so ein bisschen Hinweise, dass das Vedolizumab an Rezeptoren an der Gebärmutter, an der Plazenta ansetzt. Ob das jetzt da eine Rolle spielt, weiß man nicht genau. Da gibt es noch Unsicherheiten. Diese Dinge muss man dann, wenn man eine Schwangerschaft plant oder schwanger wird mit diesen Medikamenten, mit seinem Arzt nochmal genau besprechen, wie die Risiken sind. Für all die Medikamente gilt aus meiner Sicht, dass wenn jetzt jemand schwanger wird unter diesen Medikamenten, dann würde ich auf jeden Fall nicht dazu raten, die Schwangerschaft abzubrechen, jedenfalls nicht aus medizinischen Gründen, sondern die Schwangerschaft fortzuführen, da es hier jetzt keine klaren Hinweise gibt, dass es da Probleme geben muss, sondern im Großen und Ganzen sind die Erfahrungen eigentlich ganz gut und die Medikamente sind vielleicht etwas unterschiedlich sicher. Und es gibt sicherlich eine Reihenfolge, wenn man planen kann, welche Medikamente man nimmt. Aber es ist keins dabei, wo ich sagen würde, das geht so gar nicht.
Das sind die Erfahrungen zu Stelara. Und nachdem ich am Anfang als Stelara für die entzündlichen Darmerkrankungen eingeführt wurde, kann ich mich an eine Patientin erinnern, die hatte ihren Kinderwunsch mir nicht so klar geäußert. Wir hatten die Therapie mit Stelara begonnen und dann ist sie, weil sie auf einmal gut ging, schwanger geworden. Da habe ich das Stelara noch abgesetzt, weil ich Sorgen hatte aufgrund der begrenzten Erfahrungen von mir persönlich und auch statistisch gesehen, das ist nur schon ein paar Jahre her. Und die Patientin hat es aber auch ohne Stelara dann ganz gut überstanden, die Schwangerschaft und ein gesundes Kind auf die Welt gebracht. Inzwischen würde ich sogar der Patientin eher raten, dass nachdem es jetzt ja so gut geklappt hat mit dem Stelara und sie endlich ihren Kinderwunsch erfüllen konnte, dass man das Stelara vielleicht sogar weiterführt, um sicher zu sein, dass die Schwangerschaft für Mutter und Kind eben auch gut verläuft. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, wie wir schon gesehen haben. Gefragt wird noch nach dem Cetuximab-Pegol. Das ist auch ein TNF-Alpha-Blocker, der ein bisschen anders zusammengesetzt ist und vor allem, schreibt die Betroffene, hier in der Rheumatologie eingesetzt wird. Das stimmt. Kann man außerhalb der Zulassung auch mal vielleicht für entzündliche Darmerkrankungen in Deutschland einsetzen. Da geht es dann immer auch um die Kosten und um die Sicherheit der Therapie. Aber letztlich sind die Erfahrungen hier ähnlich. Und es ist nicht so, dass das Cimzia jetzt gefährlicher wäre als die anderen TNF-Alpha-Blocker. Also hier ist, würde ich auch sagen, eine Schwangerschaft unter Einnahme dieses Medikamentes ist grundsätzlich möglich. Ganz andere Situation, eine Betroffene fragt, wie soll Morbus Crohn eine kurzschreckige Stenose im letzten Stückchen des Dünndarms behandelt werden, wenn keine Entzündungszeichen bestehen und das Entivio seit 2 Jahren durchgeführt wird. Also die Stenose an sich möchte sie wissen, ob die operiert werden soll oder aufgedehnt werden soll. Eigentlich sind das ja 2 Fragen. Die eine Frage ist, was ist mit dem Entivio? Da muss man eben besprechen, gibt es andere Möglichkeiten? Hat sie vielleicht auch schon TNF-Alpha-Blocker gehabt? Fühlt sie sich mit dem Medikament sicher und ist die Erkrankung so stabil behandelt? Das liest sich ja so ein bisschen so. Dann würde ich die Behandlung eher fortführen. Auf die gewissen Risiken, die man bei dem Entivio eben sieht in dem Zusammenhang mit der Familienplanung, muss man natürlich hinweisen und mit der Patientin das gemeinsam überlegen, ob man das so durchführen möchte. Was jetzt diese Engstelle betrifft, ist im Prinzip beides möglich. Letztlich kann man, wenn gar keine Beschwerden sind, sich überlegen, ob das überhaupt behandelt werden muss. Das geht jetzt hier nicht so richtig draus hervor. Wenn das eine Engstelle ist, die Beschwerden macht, also zum Beispiel Schmerzen oder manchmal geht kein Stuhlgang mehr durch und da hat man so ein Stuhlverhalt, also so ähnlich wie ein Darmverschluss, eine Vorstufe oder direkt einen Darmverschluss, dann sollte man da natürlich handeln, am besten vor der Schwangerschaft. Und es hängt dann sehr stark davon ab, wie stark entzündet es ist, anscheinend nicht. Wenn das nicht entzündet ist und eher vernarbt und kurzstreckig, dann kann man es aufdehnen, längerstreckige Stellen sollte man operieren. Und das ist mit Blick auf die Schwangerschaft in dem Fall offen. Da geht es vor allem um das Medizinische und das Schwangerschaft und die Familienplanung steht hier ein bisschen im Hintergrund. Diese Operation, also die Entfernung des letzten Stückchens im Dünndarm, stellt kein Risiko für die Familienplanung jetzt dar, weil da Verwachsungen sehr, sehr selten sind. Ja, ein Problem ist immer, wenn im kleinen Becken, also weiter unten im Darm, das letzte Stückchen vom Dickdarm operiert wird, da ist die heikle Gegend, da geht es dann auch um Verwachsung und da kann es sein, dass die Familienplanung durch Verwachsungen zum Beispiel beeinträchtigt wird und man, also die Frauen eben nicht mehr schwanger werden können oder nicht mehr so gut. Da muss man sich das überlegen, jetzt bei diesem Befallsmuster, bei diesem Problem, wie es hier gestellt ist, würde ich mit einer Operation kein Problem sehen. Und das rein vom Medizinischen abhängig machen, wie man das entscheidet. Welche Sachen sind noch vor der Schwangerschaft wichtig zu beachten? Die Startbedingungen sollten ja optimal sein. Also wir haben ja darüber gesprochen, jetzt die Entzündung sollte möglichst eingedämmt werden und da kann man durch Medikamente, also zahlreiche oder umfangreiche Therapien machen. Und da gibt es wirklich gute Erfahrungen. Es gibt aber natürlich trotzdem mitunter Probleme jetzt hier, was den die Versorgung mit Spurenelementen betrifft. Das betrifft vor allem den Eisenhaushalt, Vitamin B12 und Folsäure. Gerade die Folsäure ist ganz wichtig, dass man hier einen Ausgleich schafft und dass man diese Werte kontrolliert, gerade bei jungen Frauen, auch wenn der Kinderwunsch vielleicht noch gar nicht so konkret ist. Manchmal gibt es ja auch Überraschungen und dann ist es ganz besonders wichtig, dass gerade in der frühen Schwangerschaft
kein Folsäuremangel vorliegt, weil diese Folsäure wichtig ist für den Verschluss des Nervenrohrs und das gravierende Fehlbildung, was das Nervensystem betrifft, geben kann, wenn nicht genug Folsäure im Körper der Mutter ist. Solche Sachen versuchen wir immer sehr darauf zu achten, dass diese Werte ausgeglichen sind und sind eher großzügig in der Gabe von diesen Spurenelementen und Vitaminen, um Mangelerscheinungen nicht auftreten zu lassen oder gleich vorzubeugen. Also sowas, gerade wenn Familienplanung ein Thema ist, sollte unbedingt überprüft werden, zum Beispiel alle 6 bis 12 Monate. Jo, das sind die Vorbereitungen zur Schwangerschaft. Punkte, die mir dazu jetzt wichtig waren und von denen ich gemerkt habe anhand Ihrer Fragen, dass Ihnen auch wichtig waren. Die nächste Frage ist, was tun bei einem Schub in der Schwangerschaft? Jetzt sind wir also schon einen Schritt weiter. Die Patientin ist schwanger, was machen wir jetzt? Das ist eigentlich relativ übersichtlich. Da gibt es solche Tabellen, da kann man dann mal nachgucken, welche Medikamente sicher, welche in der Schwangerschaft wahrscheinlich sicher sind und welche nicht sicher sind. Ja, ich will das jetzt nicht ganz im Einzelnen durchgehen, aber die häufig eingesetzten Medikamente wie das Azathioprin, zum Beispiel das Imurec, oder das Mercaptopurin, zum Beispiel das Puronitrol, oder die TNF-Alpha-Blocker, über die wir schon sprachen, Infliximab oder Adalimumab, also zum Beispiel Remsima oder Humira, gelten hier als sicher. Und das ist jetzt nicht nur in einer Publikation, sondern in vielen Arbeiten von internationalen Arbeitsgruppen wird das so gesehen. Wahrscheinlich sicher sind die Medikamente mit den Integrin-Antikörpern, also das wäre das Vedolizumab oder Entyvio, über das ich sprach, mit diesem kleinen Risiko, was den Frühabort betrifft. Und wahrscheinlich sicher die Interleukin-12-23, das ist Ustekinumab oder Stelara, wo die Erfahrung eben noch ein bisschen begrenzt ist und man deswegen nicht sagt, okay, das ist sicher, sondern da würde man sagen, das ist wahrscheinlich sicher. Das Methotrexat gilt als nicht sicher, da weiß man aus Tierversuchen, die jetzt inzwischen schon nicht mehr durchgeführt werden, das sind alles alte Sachen, wenn das in sehr hohen Dosierungen gegeben wird, da gibt es dann bei den Nachkommen, in dem Fall von Kaninchen, häufig Fehlbildungen. Auch bei Patientinnen kann man das beobachten, also bei Menschen, dass Methotrexat ein bisschen häufiger zu Fehlbildungen führt. Ich verwende das Präparat nur, wenn ich mit der Patientin klar sprechen kann, dass hier eine Familienplanung im Moment nicht ansteht, kein Nachwuchs geplant ist. Und auch bei dem Tofacitinib, wo die Zahlen und Erfahrungen, wie ich Ihnen gezeigt habe, sehr überschaubar sind, würde ich das jetzt nicht ausprobieren bei meinen Patientinnen, wie das denn dann mit der Familienplanung klappen würde, wenn ich das Medikament gebe. Diese Medikamente würde ich eher als nicht sicher einstufen. Ein Medikament ist, eine Sache ist noch zu beachten, am Ende der Schwangerschaft sollte man Clüsseln vermeiden, das wird häufig übersehen, gehört aber ja doch zur Therapie bei vielen Formen der Colitis ulcerosa dazu. Clüsseln können Wehen auslösen, da muss man dann am Ende der Schwangerschaft ein bisschen vorsichtig sein, um eben vorzeitige Wehen zu vermeiden und die Clüsseln möglichst weglassen, wenn es irgendwie vertretbar ist. Ja, hier rechts oben ist jetzt noch eingeblendet eine wichtige Internetseite, die ist von der Charité in Berlin eingerichtet, www.embryotox.de. Da kann man, ohne sich viel durchklicken zu müssen, ohne sich anmelden zu müssen, kann man in ein Formular den Namen eines Medikamentes eingeben, von dem man wissen möchte, ob das während der Schwangerschaft oder während der Stillzeit verträglich ist, und bekommt eine sehr übersichtliche Darstellung der konkreten Erfahrungen mit diesem Medikament in der Schwangerschaft und in der Stillzeit mit einer Empfehlung dazu, ob man das Medikament jetzt sicher oder vielleicht sicher nehmen kann oder ob das als nicht sicher eingeschätzt wird und ob man lieber eine Alternative aussuchen sollte. Natürlich muss man das mit dem behandelnden Arzt jeweils besprechen, aber manchmal kommt es zu Unsicherheiten und manchmal fragt man nochmal gern jemand anders. Da kann es zum Beispiel besser sein, man guckt bei embryotox.de, als dass man irgendwie in Facebook-Gruppen Sachen fragt, die dann ganz unterschiedlich beantwortet werden. Jetzt ist meine Präsentation irgendwie verschwunden. Ich sehe sie jedenfalls nicht mehr. Habe ich sie? Ah, ja, jetzt wieder. Dankeschön. Dann, was kann man während der Schwangerschaft machen, um zu gucken, ob denn die Schwangerschaft günstig verläuft oder ob es eventuell Probleme gibt? Besonders viele Möglichkeiten über das hinaus, was sowieso beim Frauenarzt gemacht wird, gibt es nicht. Ich empfehle immer diese Feinsonographie, wo die Nackenfaltendicke beim Kind gemessen wird, um
das Risiko für Fehlbildung einzuschätzen. Das empfehle ich machen zu lassen, insbesondere bei Patienten, die vielleicht etwas kompliziertere Therapien hatten oder einen komplizierteren Krankheitsverlauf. Aber eine einfache Sache, die man zusätzlich machen kann, ist, dass sie ihr Gewicht selber prüfen und gucken, ob sie so zunehmen, wie es erwartet wird. Da gibt es entsprechende Tabellen, die in der Regel der Frauenarzt hat und nicht der Gastroenterologe. Aber Sie können diese Werte sehr gut mit dem Frauenarzt besprechen. Und wenn es da Probleme gibt, wenn Sie also selber nicht an Gewicht ausreichend zunehmen während der Schwangerschaft, dann kann das ein Hinweis darauf sein, dass ein Problem besteht mit dem Kind. Und dann wäre es ganz wichtig, mit dem Gastroenterologen zu sprechen und mit dem Frauenarzt. Am besten sprechen sich beide ab, wenn das Gewicht nicht wie erwartet steigt. Ein einfacher Test, der ganz solide zeigen kann, ob Probleme vorliegen in der Reifung des Kindes. Ja, was tun bei einem Schub in der Schwangerschaft? Letztlich ist die Therapie ungefähr so, wie man es auch bei nicht schwangeren Patienten machen würde. Man kann das Prednison einsetzen. Natürlich möchte man das nicht so gerne, auch außerhalb der Schwangerschaft nicht. Aber das ist sicher und ein sicheres Notfallmedikament, wenn das erstmal nötig ist. Und man kann auch Therapien mit TNF-Alpha-Blockern starten und den Medikamenten, wie ich sie dargestellt habe. Man wird wahrscheinlich ein bisschen zurückhaltender sein jetzt bei kleinen Veränderungen oder bei kleinen Entzündungen, wenn sonst alles gut ist, eine neue Therapie zu starten. Das wäre jedenfalls mein Herangehen. Aber wenn ich sehe, hier ist ein Patient schwer krank und braucht dringend Hilfe für sich selber, aber auch für das Kind, dann würde ich auf jeden Fall auch eine Therapie mit TNF-Alpha-Blockern oder was eben nötig ist, wie dargestellt, starten, um den Schub zu beherrschen und die Mutter vor Problemen zu schützen und vor allem auch die Schwangerschaft für das Kind sicher zu machen und einen guten Schwangerschaftsausgang zu ermöglichen. Das ist mir sehr wichtig. Und so kann man also einen Schub in der Schwangerschaft mit gewisser Vorsicht und vielleicht mehr Vorsicht als sonst, aber doch gut behandeln. Was ist am Ende der Schwangerschaft? Entbindung mit Kaiserschnitt wird häufig gefragt. Also Patienten mit entzündlichen Darmerkrankungen entbinden deutlich häufiger per Kaiserschnitt als Patienten ohne entzündliche Darmerkrankungen. Das ist hier mal gezeigt. Ja. Bei entzündlichen Darmerkrankungen sind es ungefähr 40%, in der Durchschnittsbevölkerung 28%. Wenn ich mit unserem Geburtshelfer darüber spreche, dem Leiter von unserer Klinik dort, der ist da jeweils unglücklich, der ist sehr dafür, dass möglichst viele Kinder auf dem natürlichen Weg auf die Welt kommen. Da gibt es natürlich auch Vorteile für. Entsprechend sind bei uns die Zahlen für eine Sektio auch bei den Gesunden deutlich niedriger und auch bei CDD nur in einzelnen Fällen notwendig. Wir besprechen das dann jeweils und ich setze mich dann sehr stark dafür ein, dass ein Kaiserschnitt gemacht wird bei Betroffenen, die also perianal, also um den Po herum, vor allem mit Morbus Crohn Probleme haben, wo also Fisteln vorliegen oder Abszesse, weil da der Schließmuskel möglicherweise durch die Erkrankung schon geschwächt ist und man dann nicht auch nur eine Gefährdung provozieren möchte durch einen Dammriss unter der Geburt. Und auch bei einem ilioanalen Pouch ist natürlich das Kontinenzorgan, also die Gegend, die den Schließmuskel umfasst, ja, und die dafür sorgt, dass der Verschluss gut und sicher ist. Auch diese Patienten würde ich eher eine Sekte empfehlen. Bei allen anderen muss man gucken, ob nicht auch eine natürliche Geburt sinnvoll ist und möglicherweise auch vorteilhaft. Das muss man dann im Detail nochmal besprechen. Eine Zeit lang hat man empfohlen, im letzten Schwangerschaftsdrittel die TNF-Alpha-Blocker-Therapie zu beenden. Ich bespreche das mit dem Patienten immer, ob das nötig ist. Man versucht natürlich in der Schwangerschaft die Therapie möglichst schmal zu halten. Dann kann man sich auch darüber unterhalten, ob man in der letzten Schwangerschaftswoche die Therapie mal pausiert. Das ist deswegen so, weil bestimmte Medikamente, vor allem das Infliximab, über die Plazenta aktiv in das Baby transportiert werden und man dann in dem Baby also auch messen kann, dass das Medikament im Blut vorliegt. Und entsprechend ist die Gefahr, was Infektionen betrifft, das ist ja bei den behandelten Patienten auch so, bei den Kindern auch ein Problem. Und Sie wissen, wenn Sie solche Medikamente bekommen, ist eine Lebendimpfung nicht empfehlenswert oder verboten, muss man ganz im Einzelfall vielleicht mal besprechen, aber so als Faustregel sind Lebendimpfungen nicht möglich, Totimpfungen sind möglich und so ist es bei den Babys dann auch, dann empfiehlt man eben
die Lebendimpfung über 9 Monate nach der Geburt nicht durchzuführen. Das betrifft vor allem die Impfung gegen Rotaviren, also gegen diese Durchfallerkrankung mit Rota, gegen die seit inzwischen vielen Jahren ja auch geimpft wird, routinemäßig. Die Lebendimpfung gegen Mumps, Masern und Röteln ist erst später, die ist davon eigentlich nicht betroffen. Also es ist jetzt keine wesentliche Einschränkung meiner Meinung nach, aber wichtig, das mit dem Kinderarzt zu besprechen. Und die Erfahrung, wenn das TNF-Alpha, also dieses Medikament, auch über die ganze Schwangerschaft gegeben wird, sind eigentlich ganz gut, sondern dass ich im Interesse der Sicherheit für Mutter und Kind oft auch empfehle, die Behandlung fortzuführen über die ganze Schwangerschaft. Denn diese Behandlungslücken führen dann häufiger mal zu einem Wirkverlust vor dem Medikament und dann steht man halt nach der Schwangerschaft nicht so günstig da. Das unterstreicht nochmal, wie wichtig es ist, dass der Darm in Ruhe ist während der Schwangerschaft. Wir haben ja gesehen, dass wenn der Darm nicht in Ruhe ist, ist die Frühgeburtlichkeit ein bisschen größer. Und hier ist mal so gegenübergestellt auf der linken Seite, wie ist das, wenn ich so eine Behandlung mit TNF-Alpha-Blockern kriege? Wie oft bekommen meine Kinder da Infektionen im Vergleich zu Gesunden? Und also wenn der Strich ganz oben ist, dann haben die Kinder keine Infektionen und die häufig, je mehr der Strich nach unten geht, umso häufiger tritt eben eine Infektion im Durchschnitt auf. Und in schwarz ist der Strich von den Kindern, die also nichts mit TNF-Alpha-Blockern zu tun hatten. Und man sieht hier, dass natürlich ein bisschen die Infektionsneigung bei den Patienten, wo die Mutter mit TNF-Alpha-Blockern behandelt wurde, ein bisschen niedriger ist. Das ist nicht von der Hand zu weisen. Aber wenn man jetzt guckt, dass man, wenn man zum Beispiel die TNF-Alpha-Blocker beendet und eine Frühgeburt riskiert, weil die Darmerkrankung nicht gut unter Kontrolle ist, dann ist ja, haben wir gesehen, die Frühgeburtlichkeit ein bisschen höher. Und man sieht hier, die Frühgeburtlichkeit ist ein viel größeres Problem. Der Strich geht hier viel weiter runter. Viel häufiger kriegen die Kinder, die zu früh auf die Welt kommen, Infektionen, sodass man auch, was das betrifft, sagen würde, eine Anti-TNF-Alpha-Behandlung ist da ja eher sicherer und auch was Infektionen betrifft, als eine aktive Darmerkrankung, die dann möglicherweise mit einer Frühgeburt einhergeht. Jetzt haben wir uns durch wichtige Punkte während der Schwangerschaft besprochen und würden jetzt über Medikamente während der Stillzeit sprechen. Auch hier hat sich in den Fachinformationen deutlich was geändert. 2015 hat man gesagt, also die Immunglobuline gehen in die Milch über, deswegen dürfen die Frauen nach der Gabe von Humira zum Beispiel jetzt nicht stillen. Da habe ich mich schon immer drüber gewundert, weil diese Eiweiße ja aus dem Magen-Darm-Trakt in den Körper gar nicht richtig aufgenommen werden. Und entsprechend ist jetzt in der Fachinformation auch vermerkt, dass man gar keine Auswirkungen erwarten muss und es wäre auch während der Stillzeit gut und sicher angewendet werden kann. Ja, da es ins Blut nicht aufgenommen wird, das kommt dann vielleicht in den Magen, aber die Magensäure und auch der folgende Verdauungsprozess zersetzt diese Proteine. Eigentlich erwartungsgemäß kommt es dann nicht ins Blut und dann kann man das auch sehr gut anwenden. Ja, und so gibt es dann entsprechende Tabellen auch für die Medikamente in der Stillzeit. Das ist im Prinzip ähnlich wie die Medikamente in der Schwangerschaft, dass wahrscheinlich sicher die neueren Medikamente eingestuft sind und noch nicht so ganz als sicher. Bestimmte Medikamente, da bei Antibiotika zum Beispiel oder bei dem Imodium, was in der Schwangerschaft sicher ist, das sollte in der Stillzeit nicht gegeben werden, weil es über die Muttermilch bei dem Kind ankommt, hier Loperamid. Und nicht sicher sind auch die Medikamente, wie in der Schwangerschaft, also Methotrexat und Tofacitinib und zusätzlich auch das Cyclosporin, das sicherlich aber nur eine ganz kleine Minderheit, wenn überhaupt, von ihnen jetzt zur Behandlung der entzündlichen Darmerkrankung zum Einsatz bringen wird. Letztlich haben wir jetzt über Möglichkeiten und wichtige Punkte, was den Kinderwunsch betrifft, gesprochen. Verhütung ist natürlich auch wichtig, gehört auch irgendwie zur Familienplanung dazu. Und ich muss dann immer mal an eine Patientin denken, die mit einer nicht gut behandelten oder sehr aktiven Darmerkrankung, schwierig zu behandelnden Darmerkrankung, sich bei mir vorgestellt hat und dann aber auf einmal auch noch schwanger war, obwohl sie doch immer die Pille genommen hat. Da war ich sehr traurig, dass ich mit ihr darüber nicht gesprochen hat. Und ich war auch natürlich ein bisschen traurig, dass der Frauenarzt mit der Patientin nicht darüber gesprochen hat. Wenn man die Pille in Tablettenform nimmt und Durchfall hat, dann kann die Aufnahme über den Darm von dem Medikament, von dem Wirkstoff in der Pille vermindert sein. Und entsprechend
wirkt die Pille dann auch nicht und dann ist die Gefahr, schwanger zu werden, größer. Das muss man sich überlegen und unbedingt mit dem Frauenarzt besprechen. Wichtig ist auch, dass bestimmte Medikamente das Thromboserisiko, was durch die Pille häufig ja ein bisschen erhöht ist, zusätzlich erhöht ist, also vor allem Prednison ist da zu nennen. Und auch eine aktive Darmerkrankung an sich geht mit einem erhöhten Risiko für Blutgerinnsel, also Thrombose, einher. Und auch da muss man mit dem Frauenarzt nochmal genau besprechen, ob die Tablette, ob die Pille, die Ihnen zur Verhütung empfohlen wird, denn die richtige ist, gerade unter Beachtung der Darmerkrankung. Ja. Es gibt ja verschiedene Methoden, wie man verhüten kann. Hier sind mal die Schwangerschaften nach 12 Monaten genannt, um die Effektivität der jeweiligen Methoden zu zeigen. Das sind hier natürlich jetzt nicht die Zahlen bei Schwangeren, sondern bei Gesunden. In Amerika in diesem Fall, wenn man nicht verhütet, wird man natürlich schwanger, das ist ja klar. Und zur Verhütung ist es also wenig geeignet, das ist irgendwie offensichtlich. Wenn man versucht, den Geschlechtsverkehr rechtzeitig zu unterbrechen, das soll auch bekannt sein, das ist auch kein sehr sicheres Verfahren. Kondome oder entsprechende Barrierenmethoden sind da schon effektiver und bieten zusätzlich Schutz vor Geschlechtskrankheiten. Die Pille an sich bietet einen relativ guten Schutz. Trotzdem, hier ist das Thromboserisiko zu beachten. Und letztlich, ich will das jetzt nicht ganz im Detail alles durchsprechen, sollten Sie mit Ihrem Frauenarzt besprechen, ob nicht Implantate die entsprechende Wirkstoffe freisetzen oder eine Sterilisation, je nachdem, was man für Pläne langfristig hat, sinnvoll sein können. Das sind die sicheren Sachen. Auch eine Spirale oder ein Intrauterin-Pessar ist empfehlenswert. Und bestimmte Produkte können auch, wenn das ein Problem sein sollte, Menstruationsbeschwerden zusätzlich mindern und sind dann eher empfehlenswert als andere Produkte. Also hier lohnt es sich, mit dem Frauenarzt nochmal genau zu sprechen, je nachdem, wie die Pläne sind und wie die Situation ist. Und gerade wenn Sie die Pille nehmen, würde ich empfehlen, dass Sie nochmal zur Verhütung mit dem Frauenarzt Rücksprache halten, ob das die beste Möglichkeit ist für Sie. Ja, die Männer gehören natürlich auch irgendwie dazu. Die werden ganz häufig gar nicht angesprochen. Und da habe ich mich gefreut, dass hier auch mal einer gefragt hat, welche Medikamente zur Immunsuppression bedenkenlos eingenommen werden können, ohne die Spermienqualität negativ zu beeinflussen. Also Männer machen sich da häufig weniger Sorgen. Das haben wir in unserer Umfrage auch gesehen. Schon allein daran, dass nur wenig Männer teilgenommen haben. Aber die Krankheit an sich kann die Zeugungsfähigkeit beeinträchtigen und die Spermienqualität, vor allem wenn operiert wurde, auch hier im kleinen Becken kann das ein Problem sein. Auch hier ist es so, dass eine hohe Entzündung im Darm ein Problem sein kann. Medikamente sind aber selten ein Problem. Ja, unsere Geburtshelfer und Frauenärzte, wenn ich da sage, hier irgendwie ist ein Kinderwunsch und der nimmt das Mesalazin, kann das nicht ein Problem sein. Die winken immer ab, das ist meistens nicht das Problem, sagen die. Letztlich ist die Empfehlung bei uns in der Kinderwunschsprechstunde, wenn sich da Männer mit entzündlichen Darmerkrankungen vorstellen möchte, dass man die Spermien mal untersucht. Das ist relativ unkompliziert möglich und dann hat man eine gute Sicherheit, ob da eine ausreichende Spermienqualität vorliegt oder nicht. Und wenn dann Medikamente eine Rolle spielen können, dann kann man das im Einzelfall nochmal besprechen. Ich würde es aber nie so machen, dass ich sage, Sie nehmen Azathioprin, wir lassen das jetzt weg, weil die Spermienqualität beeinträchtigt sein könnte. Ja, das ist, was die Zeugungsfähigkeit betrifft. Und natürlich gibt es auch durch hohe Krankheitsaktivität oder die Medikamente, vor allem Prednison, manchmal Probleme mit der Erektionsfähigkeit und entsprechend dann auch Probleme bei der Erfüllung eines Kinderwunsches. Ja. Es gibt ganz schwache Hinweise dafür, dass das Risiko für Fehlgeburt oder Fehlbildung unter Azathioprin gering erhöht ist. Ich habe noch nie einem Mann empfohlen, das Azathioprin im Rahmen der der Familienplanung abzusetzen. Ich denke, da gibt es auch keine Empfehlung. Man kann natürlich dieses kleine Risiko, was möglicherweise besteht, besprechen. Methotrexat ist formell wie bei den Frauen auch kontraindiziert, weil man die Sorge hat, dass da Fehlbildungen entstehen können. Da gibt es unterschiedliche Einschätzungen, also Rheumatologen sind da sehr großzügig und empfehlen das Methotrexat auch Männern im Rahmen der Familienplanung weiterzunehmen. Gastroenterologen sind da etwas zurückhaltender. Man muss es auch hier im Einzelfall besprechen. Ich könnte mir vorstellen, dass man hier auch über eine Alternative vielleicht in dem Fall sprechen kann. Zusammenfassend will ich ganz kurz die wichtigsten Punkte nochmal. Mir ist es wichtig, dass vor der Empfängnis, also bevor man schwanger wird, eine Ruhe im Darm angestrebt wird. Also das Schlagwort heißt hier Remission vor Konzeption.
Also Ruhe im Darm ist wichtig für einen gesunden Kinderwunsch. Diese TNF-Alpha-Blocker, also Humira, Remsima, Infliximab und wie sie alle heißen, die bewähren sich ganz gut im Zusammenhang mit Familienplanung. Man sieht es zum Beispiel auch daran, dass die Fachinformationen entsprechend angepasst wurden. Man muss ein bisschen darauf achten, dass wenn die Mütter diese Medikamente bekamen, dass die Kinder dann nicht direkt lebend geimpft wurden. Also vor allem betrifft das die Rotavirenimpfung. Und was jetzt neuere Medikamente betrifft, würde man vor allem schauen, mit welchen Medikamenten hat man die meiste Erfahrung. Da ist sicherlich das Ustekinumab zu nennen, wo man doch inzwischen umfassende und gute Erfahrung hat. Und ich würde dann auch das häufiger und lieber einsetzen bei Kinderwunsch als das Tofacitinib und auch lieber einsetzen als das Vedolizumab zurzeit noch. Das wird sich möglicherweise mit noch mehr Erfahrung deutlich ändern. Was chirurgische Sachen betrifft, haben wir jetzt nicht so sehr viel besprochen. Wir haben gesagt, dass wenn im kleinen Becken operiert werden muss, zum Beispiel weil der ganze Dickdarm entfernt wird, da muss man im Einzelfall besprechen, wie das mit dem Kinderwunsch in Einklang zu bringen ist und die Operation gegebenenfalls anpassen. Auch da ist es wichtig, dass man das mit dem Chirurgen bespricht. Ja, und das Wichtigste ist eigentlich, deswegen habe ich es hier in Rot nochmal hingeschrieben, dass Sie die Familienplanung aktiv und frühzeitig selber ansprechen. Ich sage den Kollegen auch immer, dass sie das ansprechen sollen. Ärzte und Ärzte können das Thema ja auch ansprechen. Und wenn beide dran denken, dann wird man es wahrscheinlich schaffen, dass man das sinnvoll planen kann. Und mir scheint es besonders wichtig, dass man das bei den Kollegen bespricht, die sich damit auskennen. Meine Erfahrung mit dem Rat vom Frauenarzt, der vielleicht, sagen wir mal, 400-500 Frauen behandelt und von denen hat eine eine entzündliche Darmerkrankung, die ist natürlich begrenzt und er guckt dann in die rote Liste und sieht dann da irgendwie, das muss vermieden werden, also, und hat da so ungenaue Informationen und keine Erfahrung, das ist weniger günstig. Natürlich soll man sich absprechen, aber diese Probleme sollten Sie, denke ich, mit den Leuten besprechen, die sich damit häufig beschäftigen und das sind in der Regel Ihre Internisten und Gastroenterologen. Und damit endet mein Vortrag zu dem Thema. Und ich glaube, wenn ich recht verstanden habe, würden wir den nächsten Vortrag jetzt hören und Fragen nachher beantworten, richtig? Genau. Lieber Herr Dr. Waldorf, vielen Dank für den sehr ausführlichen Vortrag. Die Fragen würden wir dann nachher zusammenstellen und ich würde gleich an den Herrn Professor Stallmach übergeben. Ja, guten Tag, liebe CED-Interessierte, liebe Frau Gotz-Hitze, ich begrüße Sie ganz herzlich aus Jena, beste Grüße. Ich möchte heute mit Ihnen über neue Medikamente im Zulassungsverfahren sprechen. Und da Herr Waldorf in seinem schönen Vortrag verschiedene Aspekte ausgeführt hat, verschiedene Dinge schon angesprochen hat, und es wir jetzt 20.07 Uhr haben, würde ich vorschlagen, dass wir uns einen ganz kleinen Augenblick der Entspannung gönnen, dass Sie vielleicht aufstehen, die Beine und Arme ausschütteln, sich vielleicht auch einen Tee holen und ich in der Zeit meine Einstellung noch optimiere. Und dann würden wir so in 60 Sekunden in etwa fortfahren, weil das Ganze soll für Sie ja informativ und nicht anstrengend werden. Und ich würde in der Zeit dann meinen Pointer einstellen und hoffe, dass das Ganze jetzt so gut gelingt. Und wenn Sie dann alle mit Ihrem Tee oder mit Ihrem Kaffee zurück sind, dann würden wir oder würde ich mit meinem Vortrag fortfahren. Der guten Ordnung halber möchte ich auch meine potenziellen Interessenskonflikte anzeigen, das heißt Unterstützung von verschiedenen pharmazeutischen Unternehmen, von Fortbildungseinheiten, das ist hier aufgelistet. Und dann würde ich zum Thema kommen, zu den chronisch entzündlichen Darmerkrankungen. Und das Erste, was ich Ihnen zeigen möchte, ist, dass die chronisch entzündlichen Darmerkrankungen, Erkrankungen des 21. Jahrhunderts in den
industrialisierten Staaten sind. Sie sehen hier diesen deutlichen Zuwachs in der sogenannten westlichen Welt. Und ab Mitte der 50er Jahre des letzten Jahrhunderts auch ein deutlicher Zuwachs in den neu industrialisierten Ländern. Und warum zeige ich Ihnen das? Ich zeige Ihnen das deshalb, weil das ausdrückt, dass Umwelteinflüsse für die Entstehung der chronisch entzündlichen Darmerkrankung relevant sind. Und Umwelteinflüsse dazu führen, dass chronisch entzündliche Darmerkrankungen häufiger werden. Und das sehen wir auch in Deutschland. Hier mal eine Untersuchung aus dem Versorgungsatlas. Das sind Krankenkassendaten, die die Häufigkeit von Colitis ulcerosa und Morbus Crohn von 2012 bis 2018 darstellt. Und Sie sehen, dass die Zahl der Patienten um 29%, fast 30% angestiegen ist. Und warum sage ich Ihnen das, wenn mein Thema doch eigentlich neue Medikamente sind? Die Frage nach neuen Medikamenten im Zulassungsverfahren ist ganz eng verknüpft mit der Ursache der chronisch entzündlichen Darmerkrankung. Denn wenn wir die Ursache der chronisch entzündlichen Darmerkrankung verstehen, dann können wir natürlich auch Medikamente entwickeln, die eben gegen diese Ursachen gerichtet sind. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist die Frage, was wünschen sich denn Patienten, vielleicht auch Therapeuten, von neuen Medikamenten? Und das ist in dieser Abbildung mal hier dargestellt. Ich glaube, das Wichtigste für Sie als Patient ist, wenn wir Medikamente hätten, die eben dazu führen, dass Sie wirklich eine normale Lebensqualität haben. Normale Lebensqualität heißt, dass nicht die chronisch entzündliche Darmerkrankung Ihr Leben bestimmt, sondern dass Sie Ihr Leben so bestimmen, wie Sie es eben gerne möchten. Und wichtig ist, wenn man über Medikamente spricht, dass diese Medikamente, wenn man so eine Therapie beginnt, dass diese Medikamente möglichst eine lange Zeit wirken und nicht nur 3, 6, 9 Monate und dann etwas Neues ausprobiert werden muss. Das sind im Grunde genommen so die Eckpunkte, zwischen denen wir uns bewegen. Und jetzt möchte ich Ihnen eine Folie zeigen, die im Verlauf meines Vortrages immer wieder auftritt, die auf den ersten Blick etwas ja, überladen, überraschend ist, die aber so unser Verständnis von den chronisch entzündlichen Darmerkrankungen und den neuen Medikamenten doch darstellt. Und was glauben wir, was sind die aktuellen Überlegungen, warum es zu chronisch entzündlichen Darmerkrankungen kommt? Da möchte ich 3 Aspekte mit Ihnen diskutieren. Der erste Aspekt ist, was ist im Darmlumen? Wir haben im Darmlumen Bakterien, wir haben im Darmlumen Fremdstoffe, wir haben im Darmlumen natürlich auch Nahrungsmittelbestandteile oder Reste der Ernährung. Und das würde ich mal so unter dem Begriff Fremdstoffe zusammenfassen. Der zweite Punkt, der wichtig ist, das ist die gastrointestinale Barriere, also diese Schicht, die das Darmlumen außen, obwohl es ja eigentlich innen ist, vom Menschen trennt, von der Darmschleimhaut trennt. Und der dritte Aspekt, das ist das Immunsystem in der Darmschleimhaut. Und wenn wir über das Immunsystem sprechen, dann müssen wir wissen, dass wir dieses Immunsystem in 2 verschiedene Schenkel erteilen können. Die Fußballinteressierten würden dann vielleicht vom Linksaußen und vom Rechtsaußen sprechen. Und der Linksaußen, das ist das angeborene Immunsystem, also das Immunsystem, mit dem wir auf die Welt kommen. Und zum angeborenen Immunsystem gehört zum Beispiel die Magensäure, die Bakterien abtötet. Zum angeborenen Immunsystem gehört aber auch der Schleim, die Schleimschicht auf den Epithelzellen, auf dieser Schicht von Zellen, die eben diese Grenze darstellen. Zum angeborenen Immunsystem gehören Immunglobuline
und sogenannte Fresszellen, die sofort, wenn ein Fremdstoff in den Körper eindringt, diesen Fremdstoff bekämpfen, indem sie ihn zum Beispiel versuchen aufzufressen. Und der zweite Schenkel, der rechts außen, das ist das erworbene Immunsystem. Und das erworbene Immunsystem, das sind Immunzellen, die am Anfang noch nicht so richtig wissen, was sie machen müssen, was ihre Aufgabe ist, so wie kleine Kinder, die auf die Welt kommen, um an den Vortrag von Herrn Waldorf anzuknüpfen. Und die kleinen Kinder gehen dann in den Kindergarten, in die Schule, vielleicht in die Berufsausbildung. Und im Laufe des Lebens lernen sie ihre Funktion, lernen sie ihre Aufgabe. Und wenn sie dann die Berufsausbildung abgeschlossen haben, dann kennen sie ihren Auftrag. Und der Auftrag ist dann ganz gezielt gegen bestimmte Fremdstoffe eine Immunabwehr auszulösen. Und ein ganz klassisches Beispiel für das erworbene Immunsystem ist das, was wir im Moment in Deutschland ganz, ganz intensiv diskutieren. Das ist das Impfen. Beim Impfen wird ja ein Fremdstoff in den Menschen eingebracht und die Immunzellen erkennen diesen Fremdstoff, lernen, dass dieser Fremdstoff fremd ist, trainieren eine Immunabwehr und wenn es dann zu einem späteren Zeitpunkt zu einer Infektion, zum Beispiel zu einem Virus kommt, zu einer Virusinfektion kommt, dann ist dieses Immunsystem, das erworbene Immunsystem in der Lage, dieses Virus zu bekämpfen. Und auch wenn es jetzt nicht das Thema meines Vortrages ist, möchte ich doch viele, viele Fragen, die mir Patienten immer stellen, an dieser Stelle beantworten. Ja, CED-Patienten sollten sich gegen SARS-CoV-2 impfen lassen. Und ja, CED-Patienten sollen, müssen, genauso wie wir alle, eine Boosterimpfung erhalten. Und nein, Impfung lösen keine Schübe von chronisch entzündlichen Darmerkrankungen aus. Da sind wir uns auch mittlerweile sehr, sehr sicher. Also, um nochmal auf diese Abbildung zurückzukommen. Wir haben Fremdstoffe im Darmlumen, wir haben die Barriere und wir haben dann in der Darmschleimhaut das angeborene und das erworbene Immunsystem. Und gegen diese verschiedenen Kompartimente, gegen diese verschiedenen Werkzeuge in dem Werkzeugkasten des darmassoziierten Immunsystems hat jetzt die pharmazeutische Industrie verschiedene Medikamente entwickelt und das möchte ich im Folgenden mit Ihnen besprechen. Und als erstes werde ich auf die Medikamente eingehen, die das sogenannte Interleukin 23 hemmen. Das Interleukin 23 ist ein Botenstoff der Entzündung. Und zwar ein Botenstoff, der sehr früh in diesen Entzündungskaskaden ausgeschüttet wird. Und immer dann, wenn wir im Körper eine entzündliche Reaktion haben, dann haben wir auch eine gegenentzündliche Reaktion. Das Ganze steht so in einem Gleichgewicht. Und wenn jetzt so eine Infektion zum Beispiel überwunden ist, dann muss das Immunsystem auch wieder runtergeregelt werden. Und das IL-23, das Interleukin 23, hat die Aufgabe, dieses Gleichgewicht zwischen Entzündung und Gegenentzündung zu regeln und lenkt das Immunsystem mehr in Richtung Gegenentzündung aus. Und wenn dieses Interleukin 23, das stellen Sie sich vor wie so ein Schlüssel, wenn dieses Interleukin 23 im auf sein spezifischen Rezeptor trifft, das wäre das Schloss, dann geht dieser Schlüssel in das Schloss, schließt das Schloss auf und verändert dann die Immunreaktion. Und wenn Sie diesen Schlüssel in ein Schlüsseltäschchen einhüllen, dann kann der Schlüssel nicht mehr in das Schloss. Und die Hemmung von Interleukin 23 durch sogenannte Antikörper ist im Prinzip nichts anderes, als dass der Schlüssel IL-23 in ein Schlüsseltäschchen getan wird und nicht mehr in das Schloss passt. Und eigentlich kennen wir das Interleukin 23.
weil wir ein Medikament zur Behandlung der chronisch entzündlichen Darmerkrankung, das Ustekinumab, schon einsetzen. Und man muss wissen, dass das Interleukin 23 aus zwei verschiedenen Einheiten entsteht. Das sind wie so zwei Legosteine, die zusammengesetzt sind. Und dieses Ustekinumab, das Stelara, das ist gegen diesen einen Legostein gerichtet und verhindert, dass der Schlüssel in das Schloss kommt. Und Sie sehen hier mal die Ergebnisse von der Zulassungsstudie, die zur Zulassung von Ustekinumab Stelara bei der Colitis ulcerosa geführt haben. Und Sie sehen, wenn man Scheinpräparat einsetzt, dann hat man eine Wirkung von 5%. Und wenn man das Ustekinumab einsetzt, dann hat man eine Wirkung von 15%, ein Unterschied von 10%. Und da muss man sagen, das ist statistisch natürlich unterschiedlich, aber eigentlich ist das ja nicht das, was Patienten oder Ärzte sich wünschen. Wir wünschen uns nicht Wirkung von 15, 20 oder 30%. Eigentlich wünschen wir uns Medikamente, die doch mit einer großen Wahrscheinlichkeit von 80, 90% beim Patienten wirken und die eben auch über viele Monate, über viele Jahre diese Wirkung weiter vermitteln. Und da, und das ist sozusagen die traurige Nachricht in meinem Vortrag, muss ich Sie enttäuschen, alle Entwicklungen von Medikamenten, die wir zurzeit überblicken, werden nicht diese 80, 90% erreichen, sondern wir werden uns immer in einem Bereich von vielleicht 15, 20, 30 und wenn die Medikamente sehr gut sind, dann auch 40% bewegen. Und das Problem ist, dass wir leider nicht wissen, ob bei dem einen Patient das neue Medikament wirkt oder ob es nicht wirkt. Im Grunde genommen muss man es immer ausprobieren und das ist natürlich für viele Patienten, aber auch für viele Ärzte eine ganz unbefriedigende Situation. Ich hatte gesagt, dass Ustekinumab ist ein Antikörper, der eben gegen diesen einen Legostein gerichtet ist und dieser eine Legostein, der grüne Legostein, bildet mit dem blauen Legostein ein Zytokin, was IL-12, Interleukin 12 heißt. Und wenn ich diesen grünen Legostein mit einem roten Legostein zusammensetze, dann habe ich das Interleukin 23. Und Ustekinumab richtet sich nun gegen diesen grünen Legostein, damit gegen Interleukin 12 und gegen Interleukin 23. Und das, was jetzt neu ist, das sind verschiedene Antikörper, die sind hier aufgelistet, die eben gegen diesen roten Legostein gerichtet sind und damit ganz spezifisch nur das Interleukin 23 in seiner Funktion hemmen. Und nun sagt man, naja, was soll denn das? Also das Ustekinumab, das ist doch eigentlich viel besser, weil das wirkt gegen IL-12, das fördert Entzündung und IL-23 ist mehr so Richtung Förderung Förderung von Entzündung in einer frühen Situation ausgerichtet. Da schlage ich doch zwei Fliegen mit einer Klappe. Warum brauche ich jetzt Antikörper, die gegen den roten Legostein gerichtet sind? Und da zeige ich Ihnen mal diese Übersicht, die eben dazu, die sozusagen einen Ansturm der Antikörper symbolisiert. Und wir haben hier bei dem IL-12, Interleukin 23, eine ganz große Vielzahl von verschiedenen Antikörpern, die von verschiedenen pharmazeutischen Unternehmen entwickelt werden. Und immer dann, wenn viele unterschiedliche pharmazeutische Unternehmen etwas entwickeln, dann muss an der Sache doch irgendwie was dran sein. Und die Frage ist, was ist an der Sache dran? Weil IL-12 oder IL-23, das ist vielleicht so ein bisschen so, als wenn meine Frau mir sagt, wenn ich von der Arbeit nach Hause komme, soll ich Nudeln mitbringen? Aber welche Nudeln soll ich denn mitbringen? Soll ich die mitbringen? Soll ich die mitbringen?
Für mich ist das ziemlich egal, für meine Frau ist es schon wichtig, warum so viele Sachen. Und das möchte ich Ihnen an dieser Studie zeigen. Und zwar ist es eine Studie, die nicht bei chronisch entzündlichen Darmerkrankungen durchgeführt wurde, sondern bei Patienten mit Psoriasis. Und hier hat man das Ustekinumab, also diesen Antikörper, der Interleukin 12 und Interleukin 23 hemmt, eingesetzt. Und die Wirkung ist hier diese rosa Kurve. Und Sie sehen, so zu Woche 24 sind etwa 50% der Patienten mit einer Psoriasis zufrieden und die Psoriasisherde sind nahezu abgeheilt. Und dann hat man im Vergleich dazu den Antikörper gegen das Interleukin 23, das Risankizumab, eingesetzt. Und Sie sehen, dass das Risankizumab so zu Woche 24 zwischen 80% und 90% wirkt. Das heißt, obwohl es nicht IL-12 neutralisiert, sondern nur IL-23, also eigentlich weniger macht, wirkt es bei Patienten mit Psoriasis besser. Das ist auf den ersten Blick paradox, aber die Studienergebnisse sind hier relativ eindeutig. Und deshalb wird das Interleukin 23 jetzt auch bei Patienten mit chronisch entzündlichen Darmerkrankungen eingesetzt. Und Sie sehen hier eine Studie, wo das bei Patienten mit Morbus Crohn, die vorher einen TNF-Antikörper bekommen haben und auf diesen Anti-TNF-Antikörper nicht mehr ansprechen, wo also ein Wirkungsverlust vorhanden ist, sehen Sie, dass dieses Risankizumab, also dieser IL-23-Antikörper, so nach 4, 8, 12 Wochen doch so in einer Größenordnung von 30% bis 36% eine klinische Wirkung, eine Remission bei den Patienten auslösen kann. Das heißt, ein neues Therapieprinzip durch Ausschaltung dieses IL-23-Antikörpers. Nun möchte ich einen Schritt weiter gehen. Ich hatte gesagt, Entzündung entsteht dadurch, dass ein Schlüssel in ein Schloss gesteckt wird und dass, wenn man den Schlüssel dann dreht, dass dann die Reaktion, die Entzündung aufgeschlossen wird. Nun stellen Sie sich vor, dass Sie ein Sicherheitsschloss haben. Und was passiert in einem Sicherheitsschloss? Sie stecken den Schlüssel in das Schloss und im Schloss werden dann so kleine Zapfen durch den Schlüssel nach unten gedrückt und erst dann können Sie den Schlüssel im Schloss drehen. Und das ist das genau das Gleiche, was durch diese sogenannten Januskinasen vermittelt wird. Wir haben den Botenstoff der Entzündung, das ist das Zytokin, das ist der Schlüssel, der geht an seinen Rezeptor, das ist das Schloss. Und damit das Signal vermittelt werden kann an den Zellkern, damit ich den Schlüssel drehen kann, müssen im Schloss so kleine Zapfen zur Seite gedrückt werden oder aktiviert werden, damit das Signal übermittelt werden kann. Und diese Signalübermittlung findet durch diese sogenannten Januskinasen statt. Und das ist auf diesem Bild hier mal dargestellt. Wir haben den entzündungsfördernden Botenstoff, den Schlüssel. Wir haben den Rezeptor, das Schloss. Und wir haben dann im Schloss diese Zapfen. Und wenn wir diese Zapfen blockieren, dann kann der Schlüssel nicht gedreht werden. Das Schloss kann nicht geöffnet werden. Und die Signalübermittlung wird blockiert. Wenn die Signalübermittlung funktioniert, dann werden im Zellkern neue Botenstoffe der Entzündung produziert. Und das sind eben diese sogenannten JAK-Inhibitoren, diese Hämmer der Januskinasen. Und genauso wie bei den Antikörpern gibt es eine Vielzahl von verschiedenen JAK-Inhibitoren, die von verschiedenen Firmen entwickelt werden. Und das Tofacitinib, das Xeljanz, ist der erste Vertreter dieser neuen Medikamente, der bei der Colitis ulcerosa zugelassen wird. Und wir werden auch bei der Colitis ulcerosa eine Vielzahl von neuen
Januskinase-Inhibitoren bekommen. Und diese Januskinase-Inhibitoren unterscheiden sich so ein bisschen dadurch, dass sie unterschiedliche Zapfen in den Schlössern blockieren, dass die Wirkung, aber auch die Nebenwirkung vielleicht ein bisschen unterschiedlich ist. Und die Hoffnung ist, dass man Januskinasen findet, wie zum Januskinase-Hemmer findet, wie zum Beispiel das Filgotinib, welche weniger Nebenwirkung haben als das Tofacitinib, als das Xeljanz, insbesondere weniger Infektionsnebenwirkung. Und das ist auch hier in so einer Studie dargestellt. Wir haben hier wieder eine Placebo-Ansprechrate von 11% und der Wirkstoff löst dann eine klinische Remission nach einem Jahr, nach gut einem Jahr von 37% aus, also ein Unterschied von knapp 30%. Und auch hier wieder das Problem, eben nicht alle Patienten sprechen an, nur ein Teil der Patienten spricht an. Und leider wissen wir nicht, bevor wir die Therapie einleiten, welche Patienten auf die Therapie ansprechen. Und auch hier gibt es andere Januskinase-Inhibitoren, die dann auch ohne Cortison funktionieren und was sicher für viele Patienten, für viele Ärzte dann ein ganz, ganz großer Vorteil ist. Nun möchte ich noch zu einem ganz neuen Therapieprinzip kommen. Und zwar ist das ein Therapieprinzip, was sich mit den Lymphozyten, den Abwehrzellen im Immunsystem, im erworbenen Immunsystem beschäftigt. Ich hatte Ihnen anfangs gesagt, diese Abwehrzellen, diese Lymphozyten, diese Immunzellen kommen unreif auf die Welt, wissen nicht so ganz genau, was sie eigentlich machen sollen. Und in den Lymphknoten, das ist so die Schule oder der Ort, wo die Berufsausbildung der Lymphozyten stattfindet, in den Lymphknoten lernen die Lymphozyten ihre Aufgabe, differenzieren zu funktionsfähigen Zellen und verlassen dann den Lymphknoten, gelangen ins Blut und mit dem Blut ins Gewebe, um dort dann ihre Funktion auszuüben. Und es gibt neue Medikamente. Das sind Medikamente, die verhindern, dass diese Lymphozyten aus den Lymphknoten auswandern. Im Grunde genommen ist das so etwas wie der Hausmeister, der das Schultor abschließt und verhindert, dass die Schüler, die Abitur gemacht haben, die Schule verlassen und dann ins Arbeitsleben eintreten können. Und das Ganze, dieser Hausmeister hat dann den medizinischen Namen der Sphingosin-1-Phosphat-Rezeptoren, also ein sehr komplizierter Name, abgekürzt S1P-Rezeptor. Und die Funktion ist aber nichts anderes, als zu blockieren, dass diese Lymphozyten die Lymphknoten verlassen, in die Zirkulation gelangen und dann die Abwehrreaktion auslösen. Und auch hier gibt es wieder eine Vielzahl von verschiedenen S1P-Rezeptor-Modulatoren, also eine Vielzahl von verschiedenen Hausmeistern, die verhindern, dass die Immunzellen, die Schule, die Lymphknoten verlassen. Und einer von diesen Rezeptormodulatoren, das ist das Ozanimod. Und das Ozanimod ist schon in der Neurologie bei der Multiplen Sklerose eingesetzt, hat den Handelsnamen Zeposia und wir gehen davon aus, dass in den nächsten Wochen das Ozanimod zur Therapie der Colitis ulcerosa auch zugelassen wird. Das heißt, es kann durchaus sein, wenn Sie eine Colitis ulcerosa haben, dass Ihr behandelnder Arzt dann mit Ihnen über dieses Medikament spricht. Und wenn er mit Ihnen über das Medikament spricht, dann fällt Ihnen vielleicht mein Vergleich mit den Hausmeistern ein, die die Schule abschließen und verhindern, dass die Immunzellen aus der Schule in das Arbeitsleben eintreten können. Und auch das Ozanimod, und das ist hier eine aktuelle Untersuchung, ist
effektiv in der Induktionstherapie der moderaten bis schweren Colitis ulcerosa. Und Sie sehen hier mal aufgetragen wieder das Scheinpräparat in Grau, Placebo und in Türkis das Ozanimod. Und hier 6% gegen 18,4%, was klinische Remission betrifft. Ansprechen etwas häufiger, 25,9 gegen 47,8%. Auch endoskopische Abteilung und sogar eine Verbesserung der Histologie. Aber auch diesem Medikament, für dieses Medikament ist typisch, dass es eben nicht, leider nicht in 80 oder 90% eine Wirkung auslöst, sondern dass es also allenfalls so in 20-30% der Fälle mit Colitis ulcerosa eine therapeutische Wirkung hat. Nun wissen wir auch, dass das Ozanimod eine Reihe von Nebenwirkungen hat und die häufigsten unerwünschten Reaktionen sind Leberwerterhöhung und obere Atemwegsinfektionen und Kopfschmerzen und insbesondere auch Patienten, die ein Problem am Herzen haben, die Herzrhythmusstörung haben, sind unter Einnahme von Ozanimod besonders gefährdet, sodass man sehr genau überlegen muss, ob dieses Medikament bei den Patienten dann das Richtige ist. Zum Schluss möchte ich noch ganz kurz auf das Darmlumen, und zwar auf die Bakterien, Viren und Pilze, das Mikrobiom im Darm eingehen. Was gibt es hier für neue Entwicklungen? Und wir wissen, dass das Darmmikrobiom bei Gesunden und bei Patienten mit chronisch entzündlichen Darmerkrankungen unterschiedlich ist. Wir wissen, dass bei jedem Gesunden oder was bei vielen Gesunden das Darmmikrobiom durchaus unterschiedlich ist. Das ist hier mal dargestellt, so jeder Balken zeigt einen Patienten und es gibt Patienten, die haben hier nur blaue Bakterien, dann gibt es Patienten, die haben viel mehr grüne und vielleicht auch ein paar rosane, oder nicht Patienten, sind ja Menschen, rosane Bakterien, der hier hat mehr gelbe als andere, also durchaus unterschiedlich, wie so ein Fingerabdruck des einzelnen Menschen. Wenn man sich jetzt aber die Funktion des Mikrobioms anguckt, sieht man, dass es doch bei vielen, vielen Menschen ganz gleich ist. Die Funktion des Darmmikrobioms beim Gesunden ist sehr gut definiert und ist bei nahezu allen Menschen eben gleich. Und viel wichtiger als die Zusammensetzung des Mikrobioms ist offensichtlich die Funktion des Mikrobioms. Und wenn es hier zu Störungen kommt, dann kann es auch zu chronisch entzündlichen Darmerkrankungen kommen. Und Sie wissen, dass der Austausch des Mikrobioms durch diesen fäkalen Mikrobiomtransfer, durch diesen Stuhltransfer, Übertragung des Mikrobioms von Gesunden auf Patienten, eigentlich muss man sagen, Übertragung der Funktion des Mikrobioms von einem Gesunden auf einen Patienten durchaus bei der Colitis ulcerosa zu Besserung führen kann. Und Sie sehen hier zum Beispiel Besserung, Remission, also im Ansprechen, komplette Ansprechen ohne Cortison mit endoskopischer Verbesserung 27 gegen 8%. Das heißt, Unterschiede, Größenordnung, wie wir sie durchaus auch bei den neuen Biologika oder diesen JAK-Inhibitoren oder den S1P-Rezeptor-Modulatoren sehen. Also durchaus ein effektiver Therapieansatz. Und woran liegt das Ganze möglicherweise? Und das sind ganz neue Arbeiten. Wir wissen, dass das Mikrobiom ganz wichtig ist in der Funktion oder dass eine Funktion des Mikrobioms die Veränderung von Gallensäuren ist. Was bedeutet das? In der Leber werden aus dem Cholesterin Gallensäuren produziert. Und diese Gallensäuren gelangen dann durch den Gallengang in die Gallenblase. Und immer wenn wir was essen, zieht sich die Gallenblase zusammen und schüttet die Gallensäuren in den Dünndarm aus. Und im Dünndarm, im Endteil des Dünndarms werden die Gallensäuren dann wieder aufgenommen
und gelangen mit dem Blut zurück zur Leber und das Ganze ist dann so etwas wie ein Kreislauf. Und das, was wir wissen, ist, dass die Bakterien im Endteil des Dünndarms, aber auch die Bakterien im Dickdarm und ein Teil dieser Gallensäuren gelangt eben in den Dickdarm, dass die Bakterien diese Gallensäuren verändern. Und sie verändern diese Gallensäuren in einer Art und Weise, wie es für uns gesund ist, wie es für uns gut ist. Und wenn wir jetzt eine Störung in der Funktion des Mikrobioms haben, dann ist auch eine Störung in der Umsetzung, in der Veränderung dieser Gallensäuren zu beobachten. Und dazu gibt es spannende Experimente. Und zwar hat man so beobachtet, wenn wir in einem Tiermodell eine Dysbiose, eine Veränderung der Bakterienzusammensetzung, eine Störung der Funktion erzeugen, dann haben wir einen bestimmten Mangel an Gallensäuren und dann kommt es zu einer Entzündung. Und das, was man jetzt untersucht hat, ist, wie ist denn das bei Patienten mit Colitis ulcerosa, die einen Pouch haben? Und hier hat man festgestellt, dass bestimmte Bakterien fehlen. Weil bestimmte Bakterien fehlen, kommt es zu diesem Mangel an sekundären Gallensäuren und das kann Entzündung auslösen. Und tatsächlich ist es so, dass bei Patienten mit Colitis ulcerosa und Pouch diese sekundären Gallensäuren im Vergleich zu Menschen, die einen Pouch aus einem anderen Grund, weil sie eine bösartige Dickdarmerkrankung haben, angelegt bekommen haben, die haben normale Gallensäuren, haben keine Entzündung und der Patient mit Colitis ulcerosa und Pouch hat eine Störung seines Mikrobioms, dem fehlen diese Gallensäuren und das löst eine Entzündung aus. Und wenn man jetzt im Tiermodell diese Gallensäuren den Tieren zu fressen gibt, dann kann man diese Entzündung praktisch auch wieder rückgängig machen. Das heißt, wir verstehen immer besser, was das Mikrobiom macht. Wir verstehen auch immer besser, welche Funktion das Mikrobiom hat. Und das führt dann auch dazu, dass wir ganz neue Behandlungsstrategien bei Patienten mit chronisch entzündlichen Darmerkrankungen entwickeln können. Und eine der Fragen, die ja gestellt war, war die Frage, was gibt es an neuen Entwicklungen für die chronische Pouchitis? Und das ist etwas, was in die richtige Richtung zeigt. Aber man muss auch ganz kritisch sagen, bevor das dann in die klinische Routine kommt, bevor das bei Patienten eingesetzt werden kann, werden sicher noch 3-4 Jahre vergehen. Das heißt, das ist dann wirklich doch ein Blick in die weite Zukunft. Damit möchte ich das zusammenfassen. Wir haben neue Therapien, wie diese Antikörper gegen das Interleukin 23, diese neuen Schlüsseltäschchen, die diese Botenstoffe der Entzündung, den Schlüssel IL-23 einhüllen. Wir haben die Januskinase-Inhibitoren, die Stifte im Schloss blockieren, sodass das Schloss nicht gedreht werden kann. Und wir haben diese S1P-Modulatoren, die Hausmeister, die verhindern, dass die Lymphozyten aus den Lymphknoten in die Zirkulation gelangen. Und die erweitern ganz, ganz ohne Zweifel unsere therapeutischen Möglichkeiten. Und genauso wie ich gestern Abend vor dem Nudelregal stand, werden wir vielleicht in 1-2 Jahren gemeinsam vor einem Regal mit ganz vielen unterschiedlichen therapeutischen Möglichkeiten stehen. Und das Problem ist, und das ist durch keine Studie bisher befriedigend gelöst, das Problem ist, dass wir nicht wissen, dass wir als Ärzte nicht wissen, was ist für Sie als Patient das richtige Medikament. Und im Grunde genommen müssen Sie dann das Nudelgericht ausprobieren, müssen gucken, ob es ihnen schmeckt, ob es passt, ob die Therapie wirkt. Eine andere Möglichkeit gibt es nicht. Das bedeutet, dass die Therapie
der chronisch entzündlichen Darmerkrankung immer komplexer wird, wir immer mehr Möglichkeiten haben in der Therapie. Auf der anderen Seite ist aber auch so ist, dass Patienten, die auf die bisherigen Therapien nicht angesprochen haben, dass wir diesen Patienten Mut machen können und wissen, dass in Zukunft weitere Dinge entwickelt werden, die hoffentlich dann dazu führen, dass sie mit ihrer Erkrankung besser zurechtkommen. Und damit möchte ich mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken. Ich weiß, dass das am Mittwochabend um 20.45 Uhr schwerer Stoff ist, harter Stoff ist. Das sind Dinge, die viele Fachkundige manchmal auch vor große Probleme stellen. Die Probleme fangen schon damit an, dass man die neuen Medikamente korrekt aussprechen muss. Das sind schon manchmal Zungenbrecher. Von daher, wenn Sie nicht alles verstanden haben, grämen Sie sich nicht. Ich habe selber lange gebraucht, bis ich es einigermaßen verstanden habe. Und wir haben ja noch die Möglichkeit, über den Chat zu verschiedenen Dingen zu diskutieren. Und ich würde mich freuen, wenn Sie vom Chat dann Gebrauch machen und bedanke mich zunächst erstmal ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank, Herr Professor Steilmach, für die sehr anschauliche Darstellung eines wahnsinnig komplexen Themas. In Anbetracht der Zeit möchte ich auch gar nicht lange reden, sondern würde gleich an Frau Knott übergeben, die den Chat für Herrn Dr. Waldorf beobachtet hat und uns jetzt die Fragen präsentieren wird. Ja, einen schönen guten Abend allerseits. Also ich bin mega aufgeregt, nur vorab. So, eine Frage, die uns erreicht hat. Wie hoch ist eine Risikoschwangerschaft bei Morbus Crohn und einer chronischen Niereninsuffizienz? Krankheiten, ich schreibe meinen Patienten, die fragen mich manchmal per E-Mail Sachen. Und dann versuche ich das einigermaßen zu beantworten. Und ich schreibe immer einen Satz drunter, dass es natürlich per E-Mail total schwierig ist, Krankheiten jetzt irgendwie ordentlich zu diagnostizieren. Und das trifft hier natürlich auch so. Das ist ja eine ganz schwierige Frage. Eigentlich mehrere Fragen. Was ist mit der Niere? Was ist mit dem Darm? Und dann irgendwie noch eine Frage nach einer Zahl. Also ganz ehrlich, das kann ich so jetzt nicht beantworten. Und da muss ich wirklich sehr empfehlen, dass Sie sich der Betroffene mit dem niedergelassenen oder dem behandelnden Arzt in Verbindung setzt. Manchmal, wahrscheinlich ist deswegen die Frage da, manchmal gibt es Unsicherheiten in dieser Hinsicht oder widersprüchliche Meinungen oder man wird sich nicht eins. Dann ist es natürlich eine Möglichkeit, dass man mal jemand anders fragt, also eine Zweitmeinung irgendwo einholt bei einem Kollegen, der vielleicht mehr Erfahrung in diesem Gebiet hat. Und dann kann man diese Befunde nochmal genauer besprechen. Aber ich würde mich jetzt ungern hier in irgendeiner Weise konkreter zu äußern zu einer so einer schwierigen Frage. Mhm. Danke. Inwieweit trägt ein Mann für die CED-Erkrankung bei Kindern bei, also Vererbung? Ja, der Mann. Es bewegt sich, ist gut, dass Sie nochmal fragen. Die Zahlen beziehen sich auf beide, nicht nur auf Frauen. Ich meine, Familienplanung ist natürlich, bezog sich vor allem auf Frauen, aber die Zahlen, die ich gezeigt habe, beziehen sich auf beide. Ja, also 5-7% ungefähr die Größenordnung ist die Häufigkeit, zu der auch Männer beitragen. Ja, und wie gesagt, wenn beide betroffen sind, dann ist die Wahrscheinlichkeit entsprechend größer bis zu 30%. Okay, damit haben sich auch andere Fragen schon erledigt. Dann sollen am Ende einer Schwangerschaft nur Klysmen vermieden werden, auch Zäpfchen? Also Zäpfchen halte ich für weniger problematisch. Die Klysmen sind sicherlich invasiver. Und Sie wissen vielleicht, dass zur Einleitung von Schwangerschaften, so kenne ich das jedenfalls, auch Klysmen manchmal gegeben werden. Also nicht zur Einleitung von Schwangerschaften, sondern von wen Klysmen gegeben werden. Die Zäpfchen halte ich für weniger invasiv. Das würde wahrscheinlich gehen. Danke. Dann Spermien wurden vor einer Behandlung eingefroren. Ist eine künstliche Befruchtung dann sinnvoll oder bei Remission Adalizumab absetzen? Und wenn, wie lange vor geplanter Schwangerschaft? Also
Das betrifft offensichtlich jetzt die Frage eines Betroffenen, eines Herrn. Ich würde auch bei betroffenen Männern das Adalimumab als sicher erachten, würde das fortführen und hätte keine Sorge, dass das Probleme jetzt, was die Gesundheit des Kindes betrifft, geben wird. Und die Spermien würde ich eingefroren lassen. Erstmal. Gut. Wird eine Schwangerschaft unter TNF-Alpha-Hämmern grundsätzlich oder tendenziell eher als Risikoschwangerschaft geführt, gegebenenfalls mit einem Beschäftigungsverbot? Also ich würde da grundsätzlich nicht zu einem Beschäftigungsverbot raten. Also in dem Sinn ist es keine Risikoschwangerschaft. Auch hier muss man sagen, es kommt halt darauf an, wie es den Patienten geht. Ich habe Patientinnen, denen geht es im Prinzip super die ganze Zeit unter der Therapie und die gehen arbeiten wie alle anderen auch, weil der Darm eben in Ruhe ist und sie keine Beschwerden haben. Ich habe aber auch Patienten, die sehr häufig mit Durchfall zu kämpfen haben und sich eher quälen. Da würde ich dann eher raten, dass die Patienten krankgeschrieben werden oder ein Beschäftigungsverbot erhalten. Das würde ich eher großzügig handhaben natürlich, aber nicht allgemein so beantworten, dass das erforderlich ist, sondern das hängt stark vom Einzelfall ab. Gut. Dann eine letzte Frage. Wie geht man als CED-Patient mit dem Schlafmangel, Stress mit einem Neugeborenen um? Ja. Tatsächlich, ja, also das ist zum Glück nicht so sehr häufig, aber bei unseren Umfragen hat sich auch gezeigt, dass ein Teil der Patientin sagt, also aufgrund der Erkrankung fühle ich mich gar nicht in der Lage, das zu handhaben. Und die Frage greift jetzt ja sehr in den persönlichen Bereich rein. Das kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen. Schlafmangel ist ja auch, wenn man halbwegs gesund ist, ein Problem. Wenn da kleine Kinder ins Spiel kommen, da kann ich, also ehrlich gesagt, jetzt keine allgemeingültige Regel für geben. Da muss man sich sicherlich in der Partnerschaft ein bisschen besser absprechen und aufeinander verlassen können. Das halte ich für sehr wichtig, dass man sich da gegenseitig unterstützt oder vielleicht in der Familie irgendwie Unterstützung hat. Wenn man sich schwach fühlt durch die Darmerkrankung, ist es wieder wichtig zu gucken, sind irgendwelche Mangelerscheinungen, die hier eine Rolle spielen. Eisenmangel zum Beispiel als häufiges Problem, gerade nach der Schwangerschaft. Kann ich hier Eisen geben? Macht es vielleicht Sinn, das in die Vene zu geben? Kann das mich kräftigen und meinen Schlaf verbessern? Das würde ich empfehlen. Aus medizinischer Sicht, ja. Punkt. Gut. Vielen Dank, das war es auch von meiner Seite. Ich würde dann weitergeben an Steffi. Ja, schönen guten Abend. Ich möchte mich auch sehr gern für Ihre sehr lehrreichen Vorträge bedanken. Bei mir sind auch einige Fragen reingekommen. Das geht jetzt mehr um die etablierten Medikamente. Und zwar... gibt es spezielle Studien zu Nebenwirkungen von Hulio und Humira, speziell zum Thema Gürtelrose? Also der Herpes Zoster, die Gürtelrose, ist ein Problem, was häufiger unter Azathioprin, also zum Beispiel Imurec, auftritt oder was unter diesen JAK-Inhibitoren das heißt, dem Xeljanz auftritt. Das Risiko für Herpes Zoster Reaktivierung unter den TNF-Antikörpern ist leicht erhöht, ist aber zum Beispiel nicht so groß, als wenn jemand 30 oder 40 Milligramm Cortison einnehmen würde. Also eine leichte Erhöhung ist sinnvoll oder ist beschrieben und sinnvoll ist in so einer Situation immer, insbesondere wenn der Patient etwas älter ist, mit etwas älter meine ich über 50, dass er sich gegen die Reaktivierung des Herpes Zoster impfen lässt. Das wäre die Shingrix-Impfung. Gut. Gibt es auch Langzeitstudien, wie Adalimumab Nebenwirkungen an der Leber verursachen könnte? Die Frage ist immer, was sind Langzeitstudien? Und wenn wir uns überlegen, dass die TNF-Antikörper, das Infliximab, so 1999 in die Therapie eingeführt wurde, dann bedeutet das, dass wir jetzt etwa 20 Jahre Erfahrung damit haben. Das Adalimumab ist
6 Jahre später eingeführt worden, heißt 15 Jahre Erfahrung. Und wenn jemand über 15, 20 Jahre mit Adalimumab behandelt wird, dann ist das sicher eine lange Zeit. Das sind aber nur ganz, ganz wenige Patienten. Und aus dem, was in der Literatur berichtet ist, sind die TNF-Antikörper, was Leberschäden betrifft, nicht auffällig. Das heißt, es gibt, auch wenn man die über viele Jahre einsetzt, keine beschriebenen Veränderungen an der Leber. Langzeittherapie mit etablierten Medikamenten. Gibt es bei Azathioprin eine Obergrenze, 5 Jahre oder ähnliches? Also das Azathioprin, das ist ja zunächst bei Patienten eingesetzt worden, die eine Organtransplantation bekommen haben. Und wenn man eine Organtransplantation bekommt, bedeutet das, dass man lebenslang eine Immunsuppression einsetzen muss. Das heißt, diese Medikamente sind, oder die Erfahrung zu diesen Medikamenten liegen über viele, viele Jahre vor und wir können das Risiko gut einschätzen. Das Problem beim Azathioprin sehe ich weniger in der Dauer der Medikation, sondern mehr im Alter des Patienten, der es einnimmt. Menschen, die 50, 60, 70 Jahre alt sind, haben ein erhöhtes Risiko, an bestimmten Tumorformen zu erkranken, zum Beispiel an Blutkrebs zu erkranken. Und wir wissen, wenn das Azathioprin länger als 5 Jahre eingenommen wird, dass dann dieses Risiko sich erhöht. Das trifft natürlich auch auf junge Menschen zu. Auch da findet eine Risikoerhöhung statt. Aber im Grunde genommen ist das einfache Mathematik. Wenn das Risiko bei jungen Menschen 2 auf 10.000 ist und das Risiko verfünffacht sich durch die Azathioprin-Einnahme, ist es 10 auf 10.000. Ist immer noch sehr, sehr selten. Wenn beim alten Menschen das Risiko aber 20 oder 30 auf 10.000 ist und es verfünffacht sich, dann ist es 150 auf 10.000 und das ist schon viel häufiger. Also mehr das Alter ist zu beachten als die Dauer der Azathioprin-Medikation. Heißt, bei älteren Menschen sollte man sehr kritisch mit einer Langzeittherapie sein. Gut. Gibt es bei Tofacitinib schon irgendwie eine zeitliche Obergrenze oder kann man das dauerhaft nehmen nach jetzigem Stand? Auch hier trifft das zu, was ich eben gesagt habe. Unsere Langzeiterfahrung zum Tofacitinib sind sehr begrenzt. Auf dem letzten Europäischen Gastroenterologenkongress sind jetzt sogenannte Langzeitdaten zu etwa 1.000 Patienten vorgestellt worden. 1.000 Patienten ist eigentlich unheimlich wenig und die Langzeitdaten beziehen sich auf 6 Jahre, 6,3 Jahre im Mittel. Das heißt, über einen längeren Zeitraum können wir überhaupt gar keine Aussagen machen. Deshalb ist die Frage nach Langzeitwirkung von Tofacitinib im Sinne von 10, 15 Jahren einfach nicht zu beantworten, weil das Medikament noch gar nicht so lange eingesetzt wird. Kann man schon Verbindungen herstellen zwischen einer CU und einer primärsklerosierenden Cholangitis in Verbindung Darm-Leber? Also, dass da Also die primärsklerosierende Cholangitis ist eine extraintestinale Manifestation der chronisch entzündlichen Darmerkrankung, tritt häufiger in Zusammenhang mit einer Colitis ulcerosa als bei einem Morbus Crohn auf. Verhältnis ist etwa 8:2. Und tatsächlich ist es so, dass bei Patienten mit primär sklerosierender Cholangitis und chronisch entzündlicher Darmerkrankung zum einen besondere Erbinformationen vorliegen, also die Genetik wieder relevant ist, auch das Mikrobiom ist relevant,
Und das Problem bei Patienten mit primär sklerosierender Cholangitis und Colitis ulcerosa ist leider, dass bei den Colitis ulcerosa Patienten das Darmkrebsrisiko besonders hoch ist, sodass diese Patienten tatsächlich einer sehr intensiven Überwachung, eine intensive Überwachung benötigen, damit man nicht einen Darmkrebs übersieht. So, ich sehe gerade, unsere Cornelia hat sich schon ins Bild zugeschaltet. Ich glaube, wir sind soweit am Ende. Ich würde vielleicht vorschlagen, dass die Fragen, die wir jetzt nicht klären konnten, uns vielleicht nochmal per E-Mail zugehen, dass wir dann vielleicht nochmal eine Weiterleitung vielleicht anregen können. Dann wünsche ich von meiner Seite einen schönen Abend und mache mal mein Mikro wieder aus. Ja, ich übernehme dann nochmal. Ich bedanke mich ganz herzlich bei den Referenten für die sehr interessanten Vorträge und auch die Fragen vorher und auch jetzt im Chat zeigen ja, dass wir das Interesse geweckt haben und ganz interessante Themen angesprochen haben. Wie gesagt, ich bedanke mich und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Ich würde jetzt bloß noch mal ganz kurz zwei Dinge zur DCCV sagen wollen. Muss ich mal kurz auf die Folien warten. Und dann, da sind sie schon. Also zum einen, die Folie davor. Danke. Zum einen noch mal kurz der Hinweis auf die ganzen Kanäle, bei denen Sie sich informieren können. Und zwei Hinweise auf die nächsten Veranstaltungen, die auf unserer Homepage eingestellt sind. Das ist zum einen das Barcamp TOFI, das heißt Too Old for Youngster, so rum, das am 13.11. stattfinden wird. Da sind noch Plätze frei. Das betrifft vor allen Dingen Betroffene über 30. Und das nächste Online-APS, das am 22. Januar 2022 stattfinden wird. Die letzte Folie bitte. Ja, dann bleibt mir nur zu sagen, vielen Dank an die Referenten und natürlich auch Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Bleiben Sie gesund, so gut es geht. Und ich glaube, wir alle hoffen, dass wir uns nächstes Jahr dann irgendwann auch mal wieder in Präsenz treffen können. Vielen Dank.